ho! Merry Christmas! Ach, liebe Hörerinnen des Telehörsts, so eine schöne Folge. Es war aber auch ein bisschen... unbefriedigend. Entschuldigung, vor dem Unterbrechen. Sag ich dann immer, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja, ja. Naja, egal. Mann, braucht ihr euch nicht wundern, wenn euch die Hormone so im Ding, ne? Also ihr habt das ja völlig missverstanden. Ach, Frauen. Das ist was ich gern verstehen würde. And now, a word from our sponsors. Unsere heutige Sendung wird gesponsert von... Bran. Aber Schokobran. Schokobran. Der Gute mit den Stückchen aber. Bran. Läuft schon. Es läuft? Machen wir läuft. Mann mag's nicht. Es läuft. Mhm. Jawohl. Wir sind bereit. Ja. Wie soll ich uns denn ankündigen? Ja, wie du uns immer ankündigst. Ja, wie? Drei Männer und zwei Frauen machen einen Podcast. Herzlich willkommen zum ersten Crossover-Podcast, welches eine absolute Lüge ist, weil es eigentlich der zweite ist. Was? Wir laufen. Eins? Ja. Ja, genau. Aber diesmal auch wirklich mit Aufnahme und allen Gästen. Ja, wir haben ja versprochen, wir werden uns irgendwann mal die... beiden reizenden Ladies von Boos, Boobs und Blockbusters einladen zum Telehorst und einen Crossovercast veranstalten, der dann auf beiden Plattformen irgendwie erscheinen wird. Ja, und heute ist der Abend. Ich begrüße hier mit einem Tusch Arlind und Andrea aus München vom eben genannten Boos, Boobs und Blockbusters Podcast. Und jetzt kommt eine Intro-Musik wie bei der Preis ist heiß. Ja. Ach Gott, unser Jingle. Wieder unter Druck. Ja. Ja, hi, guten Hallo. Abend. Hallo. Servus. Schön, dass heute wir da sind. Am Vor-Nikolaustag. Mhm. Vielen Dank. Wir sind euer Geschenk. Ja. Für die erneute Einladung. Ja. Nach unserem Fauxpas beim letzten Mal. Ja, aber Fauxpas, du darfst es nicht so ausdrücken, als wäre es jetzt nur euer Fauxpas. Nicht, dass die Leute denken, es wäre nur eurer. Es war einfach, sagen wir mal, ganz stark mangelnde Kommunikation von allen Seiten. Ja, und das ist der Unterschied auch bei diesem Mal, weil letztes Mal kannten wir uns ja noch gar nicht. Und dieses Mal sind wir zurück bei alten Freunden. Ja, ja. Ja. Deswegen. Das habt ihr schön gesagt. Ja, du weinst schon wieder. Nee, aber das Mutter, hörst du das? Ich kann doch Freunde haben. Ist deine Mutter gerade zu Besuch, oder wie? Was heißt zu Besuch? Ah. Oh. Hören ja. Eure Mütter schon euren Podcast? Aus du, deine Mutter ist übrigens dafür verantwortlich, dass eine liebe Zuhörerin ein Weihnachtsgeschenk für ihre Mutter wiedergefunden hat, weil durch den Muttertagshorst, da hat sie und du wahrscheinlich auch Antonias Welt so schön den Leuten nahegebracht, dass jetzt das Weihnachtsgeschenk daraus gemacht wurde. Wollte ich noch erwähnen. Ist mir gerade eingefallen. Das ist ulkig schön. Nämlich, ich habe tatsächlich Antonias Welt jetzt auf Blu-ray bestellt zu Weihnachten für meine Mutter. Ich hoffe, die hört das nicht. Nein, Gott bewahre. Kennt ihr denn Antonias Welt? Nein. Frage nach Bogenhausen. Nein. Wir kennen. Ich nicht. Na. Ist ein toller Film. Das stimmt. Ja. Ich wollte aber nicht unterbrechen. Ich war ich habe noch ein paar andere tolle Filme anzubieten, und zwar Little Miss Sunshine und I, Tonya. Ja, das kennt ihr die noch? Wenn es dazu eine Sendung gäbe. Ja. Du, und wenn man dann thematischen Rahmen finden könnte, der den irgendwie, also wo man beide bespricht. Ja, was mit zu den Filmen gibt es so viel spannende Sachen zu sagen, gell? Ja. Mir fällt keine einzige ein. Ja, und so viel Erheiterndes auch. Ja. Nee. Tja. Ich muss da irgendwie immer an Diätmargarine denken, aber ich weiß nicht warum. Oh. Ach, liebe Hörerinnen des Telehörsts, es war so eine schöne Folge, was wir alles besprochen haben. Wir haben besprochen, dass ihr von Durst Express gesponsert werden solltet, dass Geile Weine sich endlich mal bei uns melden sollte, dass wir alle von einen Vertrag mit Du Darfst abschließen sollten. Ja. Ja. Kam es eigentlich nochmal dazu? Naja, keine Ahnung, weil man stellt sich eben breit auf. Arlind arbeitet gleich im Marketing, die weiß, von was sie spricht. Genau. Also, ja. Leute, ich bin bei der Filmproduktion, was willst du mehr? Ja, doch, Andrea weiß. Motto war doch, du sollst so bleiben, wie du bist.
Vor allen Dingen bei Little Miss Sunshine. Ja, so. Stimmt. Ja. Genau. Fertig. Ja, aber da war ja eben so eine Sache eben nicht zweimal besprechen. Also das wäre praktisch die Folge 0 gewesen, die jetzt mehr oder weniger irgendwo in den, ja, in den Rekonstruktionshallen des Telehorst irgendwo im Lager verschimmelt. Aber wir probieren es trotzdem, vielleicht über Weihnachten. Vielleicht setze ich mich nochmal dran, vielleicht suche ich irgendeinen Audiozauberer, wow, der das da. Ich muss eine Anekdote muss ich noch erzählen, weil das zu verrückt ist. So eine Geschichte schreibt wirklich nur das Leben. Wir haben uns, glaube ich, getroffen am Donnerstagabend hier virtuell, hatten unsere sehr schöne Session zu den beiden Filmen. Und dann wurde ich am Freitagabend von, als man noch in Restaurants gehen durfte, so lange ist das schon her, haben mich Freunde gefragt, ob ich mit ihnen zum Essen gehen will, und zwei weitere Freundinnen des Partners meiner Freundin wären noch dabei. Da treffen wir uns zum Essen. Es war sehr nett und ich erwähne den Podcast zufällig, so wie ich es immer tue, wenn ich neue Menschen treffe. Und eine der beiden sagte, ah, ja, mein Freund macht auch einen Film-Podcast. Und ja, dann war das ja. Das Beste, glaube ich, an der Geschichte fand ich zumindest, der Max hat es auch nochmal erzählt, das Beste war so, hey, mein Freund macht auch einen Filmpodcast und der sitzt gerade zu Hause und versucht da so eine Folge zu retten. Ja, ja, abgefahren, wirklich. Gott, abgefahren. Ich saß da und dachte mir, nicht dein Ernst. Ja, aber München ist einfach ein Dorf. Das glaubt mir keiner. Nee, aber es ist die Wahrheit. Ja, wir München haben, wir ist ein Dorf, haben, aber man durfte zu dem Zeitpunkt 4 andere Menschen treffen. Was, wirklich... Kann das mal jemand ausrechnen, was die Chance ist? Ja, ich glaube, wir haben noch öfter in dem Podcast gesagt, München ist ein Dorf, gell? Naja. Mhm. Es wurde im Podcast auch gesagt, irgendwie wetten, dass einer von euch irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der uns kennt, und tatsächlich, ne? So kam es. Ja. Ja, ja, aber gleich am nächsten Tag, ich bin immer noch nicht drüber weg. Ja. Also. Aber in dem Fall müssen wir die Jasmin dann fast grüßen, oder? Ja. Ja. Hiermit getan. Schöne Grüße. Mhm. Grüße auch aus einem anderen Münchner Eck. Sehr, sehr netter Abend. Sehr nette Bekanntschaft. Ja, so wie unser letzter Abend ja auch war. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber es war einfach so. Es gibt diesen, ja, wir haben nicht aufgenommen. Haben wir das erzählt? Mehrfach, glaube ich, mit dem Telehorst. Ja. Ich würde es vielleicht dann noch 2-3 Mal erwähnen. Es ist für uns alles Neuland. Also wir beiden haben vorher, wir sitzen ja immer zu zweit in meiner Küche. Nein, ich muss dabei an die Merkel denken. Das Internet ist für uns Neuland. Alles total. Wir können nicht. Wir hatten das vorher noch nie so remote gemacht. Ja. Aber umso schöner, vielleicht dass wollt wir ihr unseren uns heute nochmal zusammengefunden haben. Ja. Unseren Zuhörern euer Konzept mal oder euren Podcast vorstellen vielleicht. Ach stimmt, Mensch. Dass die, ja, da auch, dass die da sofort auch mal reinklicken, weil wir wollen euch ja auch empfehlen und ihr uns natürlich auch. Wir haben aber kein Konzept, aber ihr habt eins, glaube ich. Ja, wir haben, finde ich, ein sehr klares Konzept. Mhm. Alkohol und Filme. Punkt. Ja, Punkt. Warum sind wir darauf nicht gekommen? Ja, weil ich keinen Alkohol trinke. Ich dachte, was soll ich das da sei trinken? Auch euer Konzept. Nee, wir sind ohne Alkohol betrunken. Wir betrinken uns mit Filmen. Aber mit Spezi und fetten Bauch. Ich kann mir Diabetes ansaufen, wenn es sein muss, aber mehr kriege ich nicht hin. Ihr wählt doch immer zu dem Film einen passenden Wein aus, richtig? Nicht nur Wein, sondern Alkoholikum jeglicher Art. Mhm. Und eigentlich ist alles im Titel, also Boos, Boobs and Blockbusters. Also wir trinken den Boos, wir haben die Boobs und es ist auch so ein bisschen fürs Clickbait. Ja. Und wir gucken die Blockbuster. Also wir zeigen die Boobs. Möchten wir nochmal klar. Genau. Wer unsere Melonen oder unsere Glocken sehen möchte, der guckt auf unserem Instagram. Genau, ja. Ja. Also ihr seid ja bei Spotify unter Sex Podcast gelistet. Genau, ja. Unter Explicit. Das wäre schön. Wir nehmen oben ohne auf. Das wäre super. Das sieht aber niemand. Das ist eure Vorstellung. Ja, auch. Also oben ohne heißt bei uns ohne Gehirn. Also ich habe mein Telehorst-Bikini immer an, also das ist klar. Ja, passend dazu höre ich euch auch schon wieder doppelt und mich auch. Das ist ein bisschen nervig gerade. Aber kann es sein, dass nur die Telehorsts doppelt klingen? Nee, jetzt hören wir euch aber auch sehr versetzt, sehr abgehackt.
Ja, das wird schon. Also meine Spur ist auf... Ach oh Gott, das ist... Oh Gott, oh Gott. Das kann ich alles wegschneiden. Ganz ehrlich, wir sind verflucht. Das machen wir in der Post, sagen wir immer. Mach doch mal hier ein alter Trick von uns in der Filmproduktion. So, wir müssen einmal laut klatschen, dann siehst du nämlich, wo die Stelle ist, wo es dir schneiden musst. Jetzt geht's wieder. Wir klatschen unsere Sorgen einfach weg. Ja. Hey, das ist ja echt, das passt ganz gut zum heutigen Thema Weihnachtsfilme. Nee, ich weiß gar nicht, wie das Thema wirklich lautet. Ich weiß nur, dass ich irgendwie Forderungen gestellt habe. Und dafür will ich mich schon mal entschuldigen. Ja, wir glaube ich, haben euch das Thema... Ja. Wir das Thema haben schamlos das Thema Weihnachtsfilme vorgeschlagen. Ja. Weil wir sind gerade mitten in einem Weihnachtsfilmerson. Filmerton. Ja. Ja. Weil wir 24 Tage lang jeden Tag einen Weihnachtsfilm besprechen. Aber kurz. Kurz, ja. Das ist Max' Traumprojekt. Die hört man dann auch auf eurem Kanal, oder? Jawohl, ja. Und da dachten wir uns, lass uns es doch... Es gibt sogar auf dem Instagram-Profil der beiden Damen immer ein schönes Video mit der Enthüllung des Films. Ja, oder ein Emotikon-Rätsel, weil wir so hip und jung sind. Sag mal, das heute drin war. Hm. Oder gestern. Das war doch Bill Murray, oder? Ja, genau. Ja, gut. Die Geister, die dich rief, oder was? Ja. Mhm. Ach, den mochte ich damals sehr gerne. Ganz klar. Ja, aber den besprechen wir heute nicht. Ja, weil ihr seid ja auch anspruchsvoll und habt dann gesagt, Moment. Ich möchte hier was klarstellen. Dass ihr bezieht ja den Andi, den Max und mich mit ein, ja? Dass ihr ist aber mehr ein gewisser jemand in München, der, wie soll ich sagen, unser hausinterner Grinch ist. Denn ich bin ja für die Korrespondenz zuständig. Ja, sozusagen. Und als ich dann gesagt habe, gut, die beiden Damen würden gerne über Weihnachtsfilme reden, war die Reaktion vom Herrn Pawlitzki so, ja, okay, meine Reaktion war ähnlich. Und der Max war so, oh nein, Gott, bitte nicht. Ja, meine Reaktion war geil, stirb langsam, Gremlins oder tödliche Weihnachten. Viel Spaß, da habe ich Bock drauf. Aber da gab es dann Es gibt 9 Milliarden Filme. Jetzt geht's los. Und die Weihnachtsfilme gibt es 14 oder so. Oder vielleicht 24, damit ihr den Adventskalender füllen könnt. Aber mehr sind es noch nicht. Die Leute nennen immer die gleichen. Oh. Tatsächlich Liebe, stirb langsam, der Film mit den Dings, mit den Geistern, die jemand rief. Love Actually, habe ich schon mal genannt, glaube ich. 100.000 Mal die gleichen. Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Und echt, ich habe da echt ein bisschen, bin da übergelaufen. Tut mir leid. Das macht doch nichts. Du bist also der Grinch zu unseren Elfen. Nee, aber deswegen, ich würde gern mal so Weihnachtsfilme, ich mag es gern, wenn Weihnachtsfilme auf den Tisch kommen, die niemand als Weihnachtsfilm auf dem Schirm hat. Sowas wie, keine Ahnung. Jerry Maguire. Der Apartment-Schreck. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zuländer. Apocalypse Now. Ja, Apocalypse Now ist ein toller Weihnachtsfilm. Wenn das mal jemand sagen wird. Weil das sind viele im Wald unterwegs und da spielt Marlon Brando und den durchgeknallten Nikolaus. Sowas in der Art. Aber gut, so wird er halt nicht interpretiert. Aber wir haben, glaub ich, ganz zwei sehr gute Kracher rausgesucht. Vor allem von dem, den wir uns rausgesucht haben, habe ich gar nicht gewusst, dass der als Weihnachtsfilm gelistet wird. Ja, ich habe mich auch gewundert, bis so eine von den 17 Stunden Laufzeit, die ersten 15, habe ich mich gefragt, warum ist das ein Weihnachtsfilm? Es gibt eine Weihnachtsfeier, die wurde sogar am Vorabend von Weihnachten aufgenommen. Aha. Ja, wir können es ja noch erwähnen. Der Max hat dann nämlich irgendwie, glaube ich, noch das Thema so ein bisschen eingedampft auf Weihnachtsfilme, die für einen Oscar nominiert waren, gell? So war es doch. Ja. Nur, dass die Leute wissen, was wir da machen. Ja, danke, dass du das sagst. Ich hätte nämlich nicht mehr gewusst, was so dieser Kniff war. Ich dachte, Weihnachtsfilme, die, keine Ahnung, schwarz-weiß sind. Chauvinistisch sind oder sowas. Chauvinistische die Schnittmenge war sehr groß von, die Schnittmenge von Weihnachtsfilmen, die für einen Oscar nominiert sind, Weihnachtsfilme in Schwarz-Weiß und ist die chauvinistisch sind, war recht groß. Ja, ist gut. Und deswegen haben wir uns
vom Horst unisono eigentlich über, naja, okay, gut, im Prinzip habe ich gesagt, wir nehmen den Film und ihr habt gesagt, okay, damit so keine war's. Bombe platzt. Was war denn noch drauf? Da waren so ein paar Sachen dabei, die einzigen, die ich kannte, waren halt so Klassiker oder nicht Klassiker, sondern so, das war ein bisschen zu einfach. Also sie waren nicht auch Nightmare Before Christmas auch für irgendeinen Oscar wahrscheinlich. Ja, klar. Und es war, glaube ich, jede einzelne Little Women-Verfilmung mit drauf. Ja. Jede ja. einzelne. Und ja, irgendwas das sind auch noch, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber ich fand es sehr schön. Kevin war auch mit drauf. Kevin war auch. Für mich waren es auf jeden Fall zwei Erstsichtungen dieses Mal. Und deswegen, wir haben uns ja für The Apartment entschieden und ihr für It's a Wonderful Life. Jawohl. Und ja, ihr habt ja dann gleich mal den Weihnachtsfilm rausgenommen, weil ihr seid ja auch der Podcast. Exakt. Aber wir haben ihn tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen dieses Jahr. Also zum ersten Mal in diesem Jahr oder zum ersten Mal in unserem Leben? Nein, zum ersten Mal insgesamt in unserem, also in unserem kurzen, jungen Leben. Ja. In den 18 Jahren, in denen ihr gemeinsam auf diesem Planeten seid. Ja. Und, und sechs davon haben wir diesen Film geschaut, weil er hat echt eine lange Laufzeit. Ja. Wir haben da heute schon Mal und wir haben, ich glaube, das ist ein Generationenproblem. Die Apartment auch, glaube ich, jeder unsere Erstsichtung, stimmt's? Ja. Dafür kannten wir alle den anderen Film, oder? Nee, nicht wirklich. Ich weiß, dass ich unzählige Male an diesem Film vorbeigegangen bin, wenn er im Fernsehen lief irgendwie, aber ihn nie geguckt habe. Und das habe ich jetzt nachgeholt. Und ich kann diese Wissenslücke jetzt schließen. Okay. Mhm. Ja. Ich freue mich aber schon sehr drauf, denn ich habe ja schon so ein bisschen rausgehört, es gab einen, der sehr gut ankam und einen, der nicht so gut ankam. Was sage ich, dein Mikrofon am Auge? Habe ich gerade verschoben, dass ich besser Glühwein trinken kann. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Mhm. Also, ich wollte es nur mal anmerken. Nee, es hieß ja, es sind ja zwei große Klassiker. Einer davon ist der Hammer und einer davon eher nicht so. Also ich habe das so ein bisschen in unserem Chat rausgehört. Und deswegen freue ich mich sehr auf diese Besprechung, weil jetzt, es wird nicht wie beim letzten Mal, war es ja doch eher so eine einstimmige Lobhudelei. Aber diesmal könnte es da ein bisschen ausreißen, habe ich das Gefühl. Naja, sagen wir es mal so, also ja, The Apartment. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, welcher ist bei euch. Ja. Ich habe dich gerade sprechen sehen, aber nicht hören, Arlind. Echt? Ja. Und jetzt? Ja, jetzt höre ich dich. Ja, ich sagte nur, weil du eben sagst, der eine ist toll und der andere nicht. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, welcher ist bei euch. Ich weiß es mittlerweile schon, glaube ich, aber dazu später in unserer Filmbesprechung. Ich freue mich. Okay. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal mit dem Apartment an, dass wir das jetzt so in den Ring werfen. Also wir legen es auf ein Silbertablett, ich komme mit dem Tranchiermesser und schneide so ein bisschen rein in den Film. Ja. Für alle, die es nicht wissen, es ist ein 86-minütiger Horrorfilm aus dem Jahr 2020. Nicole Brighton Bloom und Charles Matthey. Ah, danke. Ja. Ja. Wieso, was habt ihr geguckt? Hat den jemand geguckt? Und da geht es um die psychisch angeknackste Sarah, die einen neuen Anfang in Los Angeles sucht. Sehr weihnachtlich. Du suchst es und das kommt. Ja. Das wäre es jetzt. Ihr habt schon die Apartment mit Jack Lemmon geguckt, oder? Ich habe den Schwarz-Weiß geguckt. Ja. Nee, wir haben natürlich den Klassiker von 1960 mit Jack Lemmon. Das wäre so geil. Und Shirley MacLaine von Billy Wilder. Ich glaube auch. Sehr schöner Film. Ich glaube auch, dass wir heute, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht, also liebe wie nennt man nochmal? Busis, sage ich jetzt immer? Nee, Busenfreunde. Busenfreundinnen, ja, genau. Busenfreundinnen. Wir haben ja beim Telehorst so eine Liste mit Leuten, die schon öfter bei uns vorgekommen sind. Und ich glaube, Billy Wilder und Jack Lemmon kriegen heute den Preiselbeerhorst, oder? Blätterteig, wenn doch. Nee, Blätterteig. Ja, aber die kam doch schon das zweite Mal vor. Ach, stimmt, dann gibt es erst den Blätterteighorst. Ach, okay. Aber das haben wir so lange nicht mehr gemacht, ich bin ganz durcheinander. Ja, aber in Crossover-Sendungen zählt es ja nicht. Ach, komm. Irgendwo müssen wir ja auch eine Grenze ziehen. Die zwei Damen wissen gar nicht, von was wir sprechen. Ich weiß ich aber nicht, ob du darfst als Werbeträger bei Blätterteig und Preiselbeeren noch dabei wäre. Ne? Also, hätten auch noch den Kaktus-Eishorst anzubieten. Das schon mehr.
Du darfst Kaktuseis. Ist ja wohl eins der berühmtesten Sorten bei Bofrost. Diesen kleinen zuckerfreien Kügelchen. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil irgendwie Billy Wilder, den Namen kennt man natürlich, und ich habe auch schon mehr Filme von dem gesehen, als ich dachte, dass ich schon gesehen habe. Also, keine Ahnung, wie heißt der nochmal mit Marilyn Monroe? Manche mögen es heiß. Manche mögen es heiß. Oder Sabrina. Zeugin der Anklage, Frau unter Einfluss, 1, 2, 3, Avanti, Avanti, Buddy, Buddy. Solche Sachen. Die haben wir alle nicht gesehen. Avanti, Avanti kenne ich irgendwoher. Gab es da nicht früher im bayerischen Fernsehen so eine Sonntags-Morgensendung, wo man Italienisch lernen konnte? Ja. Die hieß Avanti, Avanti. Mhm. Ja, die wurde aber nicht gedreht von Billy Wilder, glaube ich. Das wäre so super, wenn man das gemacht hätte. So, hey, ich kann alles. Ich kann auch eine Sprachlernsendung. Ich bin Billy Wilder. Aber hier das große Rennen um die Welt, schwierig. Das war nicht von Billy Wilder. Das war Black Edwards. Ah, okay. Aber da war Jack Lemmon, wie gesagt, dabei. Ach, sehr schön. Hat mich gefreut, die mal wieder zu sehen in Aktion. Ja. Okay, es war für uns alle eine Erstsichtung. Meine Welt. Echt? Ja. Ist das Wort Sichtung schaue ich mir übrigens von euch ab. Sichtung? Ja. Erstsichtung. Klingt bei dieser Sichtung. Klingt so. Das klingt aber sehr deutsch, muss ich sagen, gell? Power Move. Wir könnten auch ein paar Anglizismen raushauen, wo irgendwie sagen, wir haben das erste Mal das Apartment gewatcht. Ja. Power Move von Seiten der Hörer. Gebinged. Wir haben das Apartment durchgebinged in einem Move. Also ich kann schon mal sagen, den zweiten Film habe ich nicht durchgebinged. Aber dazu später. Egal. Okay. Aber gut, wir haben 5 Erstgeborene. Zum Apartment? 5 Erstgeborene. Ja, Erstgeborene. Das klingt jetzt so, als würde gleich jemand opfert werden irgendwie für den Moment, da möchte ich herzhaft widersprechen. Ich kannte das Apartment schon vorher. Okay, na ja, gut, du bist aber auch vom Fach. Keiner mag Angeber, keiner. Wann hast du das erste Mal gesehen und was hast du davon gehalten? Ich habe das gesehen. Ich hatte das Gespräch eben mit Arlen nämlich auch. Ich bin mit so Schwarz-Weiß-Schinken aufgewachsen. Also könnt ihr euch noch an die guten alten Zeiten erinnern? Schmeckt nicht so lecker. Kein Netz. Außer erst von Du darfst. Schwarz-Weiß-Schinken von Du darfst. Mit besonders schlanke Linie. Kochen wie bei Mutter. In der Weihnachtszeit. Nur 10% Fett. Das ist auch so ein Diät-Tipp, glaube ich, von Brigitte. Man muss sich das Essen in Schwarz-Weiß vorstellen. Am leckersten mit Graubrot zu servieren. Andrea wollte gerade von ihrer Kindheit erzählen. Okay, ja, gut. Die war ähnlich drauf. Nein, also auf jeden Fall könnt ihr euch noch daran erinnern, als es nichts gab, außer einfach Fernsehen. Kein Netflix, kein gar nichts. Und da kamen am Wochenende immer diese Schwarz-Weiß-Geschichten. Und die haben sich meine Eltern religiös reingezogen und da saß ich irgendwann auch mal dabei. Und schon damals habe ich mir gedacht, das Apartment, also ich bin auch seitdem großer Jack Lemmon und Shirley MacLaine Liebhaber. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Das Mädchen Irma LaDuce. Ich liebe die zwei, dieses Schauspiel-Kombo-Ding. Und ich dachte mir damals schon, das Apartment nimmt schon ganz schön krass fortschrittliche Themen auf. Mhm. Sehr fortschrittlich? Naja, sehr, sehr zynische Themen, Affären. Ja. 1960, das wurde ja nicht besprochen. Das mag sein, dass das überall so da war, aber Selbstmord, Affären, die stattfinden, zeigt mir da einen Film aus dieser Gegend, die das in einer komödienartigen Weise darstellen. Finde ich, sucht seinesgleichen. Ja, und auch dieses ganze Show-Wie-Thema, gell? Also ja, wo dann immer die Empfangsdame oder die Aufzugdame auf den Hintern geklapst wird und so von diesen den Vorständen und so. Ja, das ist schon seiner Zeit voraus. Ja, was heißt seiner Zeit voraus? Ja. Es ist immer so. Das ist so, hat mich an Mad Men erinnert, alles. Aber ja. Mad Men, hast du ja recht, ist ja jetzt gedreht und behandelt die Zeit. Ja. Aber vielleicht in dem Sinne modern, aber ich fand so, weil halt dieser Chauvinismus so krass ist, das könntest du heute so nicht mehr machen. Ja, aber das ist ja ein Film, der das zum ersten Mal so aufgreift, finde ich. Der was nicht thematisiert worden ist, dir so als Spiegel vorhält. Mhm. Will einer kurz mal für unsere lieben Zuhörer ganz kurz erklären, worum es da geht, bevor wir tiefer einsteigen? Ja, ich fand die Prämisse eigentlich für diese lange Laufzeit war, also dachte ich mir, wer kommt auf die Idee aus dieser Prämisse? Hier ist ein
junger Mann, der arbeitet bei einer Versicherung und bietet seine Wohnung seinen Vorgesetzten als deren Sexnest an, wo sie ihre außerehelichen Affären ausleben können. Und dafür wird er belohnt mit Beförderung und Bevorzugung in der Arbeit. Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. So geht das also, okay. Hm. Merken. Auf einen Satz beschränken. Subjekt, Prädikat, Objekt. Nicht andersrum. So, okay. Ja, ich fand das großartig. Ey. Ja, aber der Chauvinismus, das glaube ich, ist ein Thema, über das wir wirklich sprechen müssen. Denn ich weiß nicht, ob der Film das wirklich kritisiert. Mhm. Oder ob er es einfach zeigt, weil es damals so war. Weil der Vergleich mit Mad Men ist ja so, kann man ja verlangen von einer Serie, die 2010 produziert wird, dass sie sich damit kritisch auseinandersetzt. Und das zeigt, um den Leuten zu sagen, schau mal, so fortschrittlich wir uns hier auch geben, vor 50 Jahren waren wir auch noch die letzten Hinterwäldler. Und ja, beim Apartment ist es halt eigentlich so, wie es damals anscheinend war. Man denke auch an den schwarzen Schuhputzer am Ende oder so kleine Details halt. Ja, aber das finde ich witzig bei dem Film, dass man das, weil der Film ja doch kritisch ist gegenüber diesem, es geht ja nicht nur um Chauvinismus, sondern auch um diese komische Oh Gott, mir fallen da die Worte nicht ein. Wie nennt man das? Also, dass er halt alles tut. Karriere nennt man das. Karriere, genau. Mhm. Dieses Erfolgsdingsbums. Da fehlt noch ein Wort dahinter. Karriere. Leiter. Der Erfolgsdruck. Karrieregeilheit sagen oder so. Also, dass man halt alles tut, um seinen Vorgesetzten zu gefallen und so Dings. Das hat irgendwie auch jetzt 2020 sehr gut funktioniert alles. Und wie gesagt, wenn dann der schwarze Schuhputzer reinkommt, bei dem, nennen wir ihn mal Antagonisten, bei dem Oberchef, der ja auch als super ekliges, schleimiges Arschloch so ein bisschen dargestellt wird, dann hat es halt auch noch umso besser reingepasst, weil du dir heutzutage auch denkst, ach Gott, ist das alles schlimm irgendwie. Und das hat da alles super zusammengepasst. Und ich weiß schon, was du meinst, das war halt damals so und irgendwie. Aber ich finde, den kann man heutzutage super schauen. Und diese Kleinigkeiten mit dem Popoklaps oder mit dem schwarzen Schuhputzer und so, die verstärken das alles noch so. Das fand ich ganz spannend eigentlich. Ja, was aber irgendwie nicht mehr Zeit gibt, also selbst damals, wenn das so war, wie das in diesem Film eben dargestellt wird, die Frauenrollen, die sind alle Sekretärin oder eben die Aufzugdame oder was weiß ich, Haushälterin, aber die haben in dem Film keine nennenswerte Rolle. In dem erinnert uns euch an den Cast, den wir hatten zum Bechdel-Test. Mhm. Auch hier haben die, also die Frauen haben, das sind keine voll entwickelten Charaktere. Die sind entweder die Affäre und auch wenn sich zwei Frauen miteinander unterhalten, zum Beispiel die Vermieterin dann mit der jungen Aufzugdame, dann geht es um die Männer, mit denen sie Affären hat und so weiter. Und außerhalb von ihren Affären haben die keine Interessen und kein Leben. Oder die Ehefrauen, die finden ja immer nur im Off statt und sind eigentlich ein Witz. Also die werden dann nach Strich und Faden betrogen, aber wen kümmert's, wie die sich damit fühlen oder was das mit ihnen macht. Und das finde ich, das liegt an der Erzählweise der Zeit. Also das ist nicht so, dass Frauen in den 60ern noch keine eigenen Gefühle und eigenen Interessen hatten. Das hat mich ein bisschen gestört, irgendwie diese coole, wie heißt sie nochmal, Shirley MacLaine-Figur, Kubelik, die Frau Kubelik. Das konnte ich dann nicht so abkaufen, dass die auf diesen ekligen, schmierigen Scheißkerl da irgendwie so abfährt und dann irgendwie sich von dem die ganze Zeit so verarschen lässt. Das hat mich ein bisschen genervt die ganze Zeit, weil ich mir dachte so, was will die mit diesem Ekeltypen? Das hat mich ein bisschen genervt. Ich meine, man kann es mal kurz auch von vorne irgendwie aufrollen, dass Jack Lemmon als dieser kleine Angestellte ja sein Sexnest erstmal überhaupt zum Oberchef bringen musste durch Mund-zu-Mund-Propaganda und erst dann seinen Karrieresprung machte und die Frau, die er liebt, nämlich die Aufzugsdame, diejenige ist, die auch eine Affäre mit dem Chef hat. Also nur für die Leute, die es nicht gesehen haben, weil ansonsten weiß niemand, von was wir da gerade sprechen. Mhm. Ja, und er rettet sie ja dann so ein bisschen aus dieser Situation auch. Weil sie sagt ja dann, ach, wenn ich mich doch nur mal in so einen netten Kerl wie dich verlieben könnte.
Jetzt ist die Frage, die ich mir da stelle, ist sie eigentlich für die damaligen Verhältnisse dann eigentlich eine starke Charakterin oder eher weniger, nur zu oberflächlich? Ich hätte es gesagt, eher weniger. Ich glaube, dem CC Baxter, also Buddy, gespielt von Jack Lamb gegenüber, ist sie schon durchaus stark, zumindest zu Beginn. Es gibt ja diese eine Szene, wo er sich mit ihr unterhält und ihr dann klar macht, ich kenne ihre Arbeitsakte und ich weiß, dass sie das und das und das getan hat. Wo ich auch kurz dachte, so, okay. Das ist creepy, das ist so der Moment, so, ich fand sie gerade eben noch sympathisch, aber das ist jetzt so ein bisschen so sexy Stelzbock-Gehabe. Ja. Das war eine komische Szene, gell? Weil sie dann noch so ein bisschen, nicht verschüchtert, aber so ein bisschen. Ja, die lächelt das so weg, wo ich mir auch dachte, da hätte ich keine Ahnung. Ja, ich meine, es werden aber solche Sachen haben die Frauen damals, oder beziehungsweise halt in dem Film, so wie es dargestellt wird, alle weggelächelt. Da gab es diesen berühmten Klaps auf dem Po, den wir da schon angesprochen haben. Und das wurde ja dann auch mehr oder weniger mit so einem Gag von der Frau mehr oder weniger dann beiseite gewischt. Und ich meine, heutzutage würden die Leute, die im Fahrstuhl stehen, den Kerl rausprügeln. Und ja, hoffentlich. Sollst du Show wie Schwein. Also da, wo ich groß werde. In Feministenlabors. Ja, aber kürzlich hat meine Freundin erzählt, dass bei der Arbeitsstelle von wiederum einer Freundin von ihr ein Kollege einer Kollegin in einem größeren Meeting gesagt hat, sie solle devoter sein. Was? Devote? Sie soll, wie, generell im Leben oder nee, so beim jetzt Meeting? Im Meeting, ach ja. Okay, das bedeutet, dass sich hiermit... Das ist der auf den Arsch der heutigen Zeit. ...unser Crossover-Cast zu einem soziologischen Cast weiterentwickelt hat. Denn jetzt werden die kritischen Töne angesprochen. Wir vermischen den Bechamel-Test jetzt mit dem Weihnachts... Bechamel? Nee. Macht die schönste Bechamel? Von Du darfst. Geliefert von Wurst Express. Nur 5% Fett, aber 0% Sexismus. Ja. Aber auch dieses Thema, das Stalken, welches dann als charmant dargestellt und empfunden wird, ist auch ein Problem, das Filme haben. Also er erzählt dir da, dass er, was er alles über sie rausgefunden hat, wo sie wohnt, mit wem sie zusammen wohnt, welche Krankheiten sie in ihrer Historie hat, wie viel sie wiegt, wie groß sie ist. Also er wusste mehr über sie als sie selbst über sich. Ja. Ja gut, aber das ist ein Thema, Stalking auf charmant gemacht, das auch von Netflix in You aufgegriffen wird und den finden auch alle geil. Okay. Bei was ein Film? Möchte ich mal sagen. You, diese Serie auf Netflix. Kenn ich nicht. Also ich find Stalking nicht total ätzend und ich verabscheue sowas. Und wie war es beim Orthopäden, Andrea? Oh Gott. Ganz schön Meta hier. Unbefriedigend, muss ich sagen. Leider. Aber auch ich habe auch schon mal in meiner Arbeitswelt gehört, ich zitiere grob, Frau W., wenn sie einen kurzen Rock anziehen würden, dann würden ihnen auch alle Vertriebler zuhören. Oha. Punkt. Leute, ihr müsst alle bei uns arbeiten. Da gibt's sowas nicht. Ich kann kurz kotzen. Was? Da tragen die Männer kurze Röcke. Ah! Wo arbeitest denn du? Ich arbeite bei einer Filmproduktionsfirma in München. Mit wenig Mitarbeiterinnen. Ah. Deswegen. Ja. Bei uns findet kein Sexismus statt, weil wir haben keine Frauen. Nee, ich habe tatsächlich eine Chefin. Ach so, du meintest MitarbeiterInnen. Ja. Sternchen, innen. Mit Stern. Ah, okay. Ich hab Sternchen. Mhm. Ich muss mein Sternchen noch üben, aber ich gebe mir Mühe. Ja, wo waren wir? Der macht Film. Man jetzt eigentlich Sternchen? Macht man einen Unterstrich oder? Ah, schreib ein X. Ich glaube, man darf, wie man will. Man kann es ja mit dem großen I machen. Ja, aber wenn man das Sternchen macht, glaube ich, dann machen so Vorleseprogramme eine Pause und dann weiter. Nee, nicht beim Sternchen, beim Doppelpunkt. Ach, verdammt. Wir wissen es nicht. Weiß es nicht. Aber bis zum nächsten Mal haben wir es rausgefunden. Denn CC Baxter hatte ja keine Vorleseprogramme, aber sehr viel Product Placement. Echt? Das war nicht gegangen. Ja.
Das war etwas, was Julia mir zum Beispiel sofort sagt, wir haben den gemeinsam angeschaut, okay, und dann meinte sie schon so nach 15 Minuten, jetzt ist eigentlich für alles schon Werbung gemacht worden, für Drucker, Schreibmaschinen, komische Getränke, Nescafé wurde immer wieder erwähnt in der deutschen Fassung. Das gab's da schon. Ja. Gar nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Aber sehr modern. Ja, siehst du mal, wie wir uns schon dran gewöhnt haben. Ich fand seine Mikrowelle toll. Was halten wir eigentlich von Cici Baxter? Ich will ehrlich sein, ich fand ihn sehr sympathisch und charmant. Ich habe mit ihm mitgefiebert. Ja. Trotz seines Stelzbox-Verhalten. Es tut mir leid. Ich mag aber auch den Jack Lamb. Sorry. Ja, mir geht es leider auch so. Ja. Ja, das stimmt schon. Der hat da so eine Hilflosigkeit. Und auch wie er die ganze Zeit halt verarscht wird. Und ich finde, wie gesagt, abgesehen von den Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben und so, fand ich den Film großartig von den Charakteren und eigentlich ziemlich komödiantisch, aber auch sehr dramatisch irgendwie. Weil, wie du schon gesagt hast, man fühlt mit dem so mit, weil er die ganze Zeit ausgenutzt wird und sich so ausnutzen lässt irgendwie. Und dadurch fand ich das immer total traurig, wo er dann nach Hause kommt und dann ruft ihn der nächste Kollege an und sagt, hey, kann ich wieder dein Apartment haben? Und diese Prämisse von dem Film, so absurd die auch klingt oder so, fand ich das total, ich fand das super. Ich muss ja sagen, wenn man da jetzt irgendwie vergleicht, Männer- und Frauenrollen in Filmen der damaligen Zeit, würde ich fast sagen, dass Cici Baxter doch ein bisschen eher so eine weibliche Naivchenfigur war, wie man sie damals oft in Filmen irgendwie sah. Also gut, okay, in dem Fall hat er mehr oder weniger so einem Karriereplan hinterher gehechelt und nicht einem Mann, aber im Prinzip. Also es gibt Leute, die würden diesen Cici Baxter bestimmt als Memme bezeichnen, durchaus. Ne? Ja, er ist da, finde ich, in dieser Arbeitswelt, da kann ich schon auch für ihn Empathie empfinden, wie er da abhängig ist von seinen Vorgesetzten. Und so ein bisschen speichelleckerisch, aber kann auch nichts machen. Ja, die verfügen einfach über ihn. Ja. Da wäre interessanter, weil du es ja jetzt sprachst, in dieser Arbeitswelt, in welcher Welt dann nicht? Erwischt. Ja, wir sehen ihn ja eigentlich nur in seinem Arbeitskontext. Die ganze Zeit. Macht nicht viel anderes, oder? Mhm. Er sagt ja auch zu Beginn des Films, dass er auch mal 2-3 Überstunden macht. Ne? Und er scheint ja auch, bis auf die Interaktion mit seinen Nachbarn, nicht so viel soziale Kontakte zu haben. Ja, das fand ich übrigens erstaunlich, dass die Nachbarn nicht merken, dass da ständig 10 verschiedene Leute ein- und ausgehen, sondern irgendwie davon ausgehen, dass es immer er ist, der den ganzen Damenbesuch in seinem Apartment hat. Also meine Nachbarn hier, die merken das sofort, wenn hier jemand noch ist. Kennst du da auch die Sozialversicherungsnummern? Nee, aber da sind hier so also pensionierte Münchner. Oh. Ich konnte auch sehr mitfühlen mit dem, weil ich habe auch meine Wohnung mal vor 2-3 Jahren öfter mal bei Airbnb vermietet. Also. Dann kam mir Nachbarn so, was war denn gestern schon wieder los? Und so, ey, ich weiß von nichts. Die Swingerparty? Das war eigentlich so eine Vor-Airbnb-Geschichte. Das hat das so ein bisschen vorweggenommen, gell? Also heutzutage würde es über Airbnb vermieten. Ja, ich hab mir beim Schauen auch öfter gefragt, ob man das heutzutage, wenn man es verfilmen würde, irgendwie mit einem Airbnb-Hintergrund genau, irgendwie flechten würde. So eine Mischung aus Airbnb und Tinder, oder? Ja, aber auf der anderen Seite, du lässt ja bei Airbnb ja nicht deine Dinger rein, deine Menschen, deine Vorgesetzten. Ja. Ja, außerdem bescheren sich Airbnb-Hosts einen Scheißdreck um dich. Ja. Die meisten. Da kannst du dich auch umbringen. Mhm. Das ist jetzt nicht so. Da eine Mischung aus Xing und Tinder. Also. Xinder. Aber habt ihr euch nicht auch gefragt, wie er das hygienisch macht mit der Reinigung? Gab es damals überhaupt Hygiene? Nein. Das ist doch alles trocken geworden. Gut, das Sofa wurde halt mit der Zeit immer härter, aber ansonsten. Wie gesagt, wir haben schon so viel über den Film geredet, was jetzt so Männer-Frauen-Rollen und so angeht, aber also als Film und an sich irgendwie war ich total überrascht, dass es um das geht und so. Ich dachte zuerst, es wäre so ein locker leichter so Komödie, aber es wird ja dann doch auch ziemlich düster. Also allein schon diese Prämisse mit dem, dass da die Geschäftsmänner ihre Affären da zum
Bumsen abstempeln und er dann teilweise nicht mal zu Hause schlafen kann und dann irgendwie todeskrank wird und so und dann auch am Schluss mit dem Selbstmordversuch und so. Das kam ein bisschen plötzlich irgendwie, aber andererseits... Ich verstehe ihren Selbstmordversuch nicht, tatsächlich. Ja, sie konnte ich da auch nicht so richtig nachvollziehen, aber die war mir ein bisschen zu cool eigentlich dafür, dass sie sich wegen diesem Schleimbeutel da irgendwie jetzt halt so krass reinsteigt. Aber ich fand das mit dem 100-Dollar-Schein saugut geschrieben. Boah, ja. Ja, eben vom da waren Szenen drin und von den Dialogen und die hatten ja auch alle so, wie hieß es auf Englisch nochmal, mit dem wise immer, da sagen sie auch immer mäßig auf Deutsch, gell. Das war lustig, wie sie es so durchgezogen hat. Das wäre übrigens was für euer Trinkspiel, was wir später vielleicht noch ansprechen müssen. Immer wenn jemand sagt, kubbelig mäßig oder erfolgsmäßig und so, immer dann einen kleinen Glühwein trinken. Ach so, Fortuna. Ich glaube, das war so ein bisschen aus der Versicherungsbranchensprache. Dieses Wise und dann glaube ich, ist es mit dem mäßig gar nicht so gut übersetzt. Wie? Mhm. Das war schon so, this is how it crumbles, cookie-wise. Und divorce-wise. Ja. Ich wollte nochmal die Sache mit den 100 Dollar aufgreifen, weil das war schon irgendwie das, als hier und der eklige Chef, unsere Aufzugdame, irgendwie sagt, er würde ihr gerne was zu Weihnachten schenken, aber er kauft nicht gerne ein und ihm fällt nichts ein. Aber hier sind 100 Dollar, kauft ihr selber was. Das war so richtig, also das war so ekelhaft. Ja. Und da habe ich richtig mit ihr mitgefühlt. Meine Lieblingsszene war das mit dem zerbrochenen Spiegel. Echt? Das fand ich richtig cool. Also, echt? Warte, Andreas hat gesagt, es gäbe Beziehungen. Ja, sorry. Ich warf nur kurz ein, dass mir Beziehungen bekannt sind. Entfernt. Die Cousine des Friseurs meines Taxifahrers. Der Rainer. Wo das auch heute so gehandhabt wird. Der Rainer. Oh Gott. Da. Ja, aber im, ja, okay. Der Rainer aber im gibt Kontext, der Ingrid. Im Kontext dieser Affäre ist es schon so, wie. Ja, schlimm. Das sagt sie auch so. Wie ich meine, okay, dann hast du wenigstens dafür bezahlt. Oh. Ja. Und daraufhin unternimmt sie ja auch den Selbstmordversuch. Weil das ist schon sehr herabwürdigend. Ich muss sagen, ich war beeindruckt, dass der Doktor sie dann irgendwie behandelt und sie dann einfach zurücklässt. Wo ich mir dann dachte, selbst damals nach einem Selbstmordversuch müsste doch irgendwas passieren. Und da war es so, ja, kotz dich mal aus, Mädchen, und tschüss. Das war übrigens so, die Verbrüderung zwischen diesen Männern steht über dem Wohl der jungen Frau. Das stimmt. Ja. Das war ihm ja auch sehr wichtig, dass das nicht dass das nicht öffentlich wird, die ganze Sache. Deswegen durfte sie nicht ins Krankenhaus. Deswegen durfte das nicht der Polizei gemeldet werden und so weiter. Stimmt, da hieß immer so, das darf keiner mitkriegen, gell? Ja, und Jack Lemmon hat es aber immer begründet mit ihrem Ansehen im Büro. Ich meine, wir wissen alle, welche Gründe dahinter stecken. Cosmo Sheldrake, der Böse. Ja, Mensch, wir sprechen lauter Sachen an, die eventuell man kritisieren könnte. Aber ich fand den Film so großartig. Von denen, wie das so ineinander gegriffen hat, von den Plotpoints und wie sie Sachen rausfinden und wie dann Sachen vorher angeteasert werden, die dann wieder rauskommen. Also wie gesagt, diese Szene mit dem Spiegel, ich weiß nicht mehr genau warum, aber die hat mir so gut gefallen. Ja, weil sie gut geschrieben ist, deswegen. Ja, weil du richtig siehst, wie ihm das Herz bricht, wo er rausfindet, dass er die ganze Zeit das Apartment vermietet an die Frau, die er eigentlich so liebt und so, und dass die ganze Zeit mit seinem Chef da abhängt und so. Irgendwie war das so, es kann ja auch kitschig klingen jetzt oder so, aber trotzdem, das fand ich so schön, wie er dann den Spiegel von ihr nimmt und den er bei sich dazu vorher mal gefunden hat und so. Da waren so Kleinigkeiten drin, die haben mir echt saugut gefallen. Also wie gesagt, wir haben jetzt so viel über Sachen gesprochen, die man gut und gerne kritisieren kann, aber irgendwie hat der Film mir von der Machart und von den Dialogen und den Charakteren irgendwie schon sehr gut gefallen. Ja. Ich fand den auch wirklich toll. Ja, ich muss es einfach mal sagen. Ich mochte auch, ich sage jetzt einfach mal die Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Ich mochte auch das Ende, wo sie dann, also es ist ja eigentlich ein Happy End natürlich, aber trotzdem fand ich das so schön Understatement-mäßig, wo sie dann diese komische Romy-Runde oder so zu Ende spielen wollen. Und er dann sagt so, ich liebe sie oder so. Und dann sagt er, misch jetzt erstmal. Ja. Keine Ahnung, irgendwie. Nee, warte mal, es war in der ich kann mich genau daran erinnern, Ich kann mich genau daran erinnern. Jetzt, Moment. Jetzt ist das Gehirn auf einmal kurz ausgegangen. Jetzt fährt es wieder hoch. Brain Exit. Da hat doch er gesagt, ich liebe sie, und sie hat dann gesagt drei.
Weil sie gerade abgehoben. Ja, weil sie haben Karten abgehoben. Ja, genau. Und dann sagt er nochmal, ich liebe sie from the bottom of my heart oder so. Und dann sagt sie nochmal so, jetzt gibst du Dummkopf oder so. Wie sieht's denn sich in der deutschen Version? Irgendwie so. Also ich fand den Film halt dann, was diese Liebesgeschichte angeht, relativ unkitschig. Das hat mir ganz gut gefallen irgendwie. Ja. Also weil der Film ja doch eher so, wie wir schon gesagt haben, so ein bisschen zynisch ist und so ein bisschen schwarzhumorig auch teilweise. Doch, das Ende, da sind wir bei euch. Das Ende hat uns auch sehr gut gefallen. Ja. Aber vielleicht mal, jetzt haben wir ja das Thema Weihnachtsfilme. Ja, was kategorisiert den jetzt als Weihnachtsfilm? Wie weihnachtlich fanden wir denn das Apartment? Denn ich will ehrlich sagen, ich fand den sehr gut. Und er hatte auch eine Weihnachtsszene und eine Silvesterszene. Aber ich würde ihn jetzt in meinem Oberstübchen nicht abspeichern als Weihnachtsfilm. Nicht so richtig, aber ich finde es trotzdem schön, dass der während Weihnachten spielt. weil nämlich... Das Internet lügt. Ich finde es aber ein schönes Setting. Weil so eine Figur wie der Jack Lemmon halt dann, weil er ja dann auch irgendwie in so eine Kneipe geht und sich dann da wegschießt und so. Und ich meine, das kennt man ja auch, an Weihnachten ist, glaube ich, die Selbstmordrate am höchsten und so ein Scheiß. Und irgendwie, wenn du eh schon so einen leicht depressiven Charakter hast irgendwie, der dann da noch tiefer reingestoßen wird und so. Und deswegen fand ich diese Feiertagsatmosphäre da eigentlich schon ganz passend, weil du dann noch, wenn er an Heiligabend in der Kneipe sitzt, weil er weiß, dass seine Geliebte gerade mit dem Chef in seinem Apartment ist und so, das macht das alles noch so ein bisschen schlimmer oder so ein bisschen depressiver. Ja, wenn du am Fest der Liebe gerne Liebe hättest, aber keine Liebe bekommen kannst, dann macht es natürlich das Verlangen nach Liebe noch sehr viel stärker. Das hast du so schön gesagt, Maximilian. Danke, genau. Das aus meinem Mund. Das habe ich gemeint. Da wächst dein Herz. Ich glaube, es gibt einmal so einen Joke mit dem Weihnachtsmann auch an der Bar. Gell? Das reicht aus, Weihnachtsfilm. Erzähl, es gibt einen Joke, pack ihn aus. Haben wir Weihnachtssparwitz gehört? Sparwitz? Der Weihnachtssparwitz, vorgetragen von A. Lind. Nein, hier, Andi hat gesagt, es gibt einen Witz. Witz? Was? Hast du nicht gerade gesagt, es gibt einen Witz? Eine Anekdote? Hä? Du hast doch gerade was gesagt. Mit Kasse? Mit Kasse? Ein Weihnachtsmann kommt auch vor, hat er gesagt. Ach so, in dem Film sagt doch irgendwann der Barkeeper zu dem Weihnachtsmann von wegen... Ich hab's vergessen. Aber er sagt irgendwas mit Weihnachten, dann sagt er so, hey, das brauchst du mir nicht sagen, ich arbeite mit dem Scheißladen oder so. Irgend sowas in die Richtung. Das war so ein Witz in die Richtung Nikolaus und Weihnachten. Egal, ich habe keinen guten Weihnachtswitz auf Lager. Okay. Ja, und es gibt viele. Eine Büro-Weihnachtsfeier. Ja. Die ich übrigens sehr widerlich fand. Ja, die irgendwie, das fand ich ganz schön, weil es einen so, dieses Jahr finden ja nun keine Weihnachtsfeiern statt. Gott sei Dank. Ja, die einen, die so gar nicht vermissen haben. Mir wurden immer ganz schreckliche Geschichten erzählt, als ich Zivildienst gemacht habe, was an meiner damaligen Zivildienststelle für Weihnachtsfeiern waren. Und seitdem habe ich echt Angst, mal auf eine zu müssen. Wo hast du dein Zivi gemacht? In einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und das sind die gruseligsten Personen, sind ja so Werkstattleiter, das sind mehr oder weniger die Leute, die ihren Meisterbrief bekommen haben, aber für den regulären Betrieb draußen auf dem Markt vielleicht ein bisschen zu unqualifiziert sind. Und auch sehr viele spießige Menschen, die halt da Bürokratie und sowas regeln. Und die, wenn dann zu viel trinken und zusammenkommen, und es gibt dann auch noch so komische Sachen wie einen Gemeinschaftspool oder so Snooze-Räume mit schöner Beleuchtung. Ja, will man nicht dabei sein. Wieder mit proteinreichen Sofas. Der neue Du darfst Proteinregel Sofa. Sofa-Ritze. Ich wollte gerade auf Teppichschaum umsteigen, aber du darfst, Proteinregeln sind auch geil. Ja, okay. Mit echtem Protein aus Sofa-Ritzen aus 20 Weihnachtsfeiern. Ich glaube, wir müssen wieder klatschen, ich höre euch doppelt. Und? Ist immer klatschen funktioniert. Jetzt funktioniert es wieder, das kann man nicht echt wahr. Das Klatschen vernichtet die Doppelung. Skype möchte einfach, dass sie applaudieren, glaube ich. Ja. Dass der Bundesnachrichtendienst nicht eingeschlafen ist. Mm,
Aber Max, du hast ja, dann, wo du den Film ausgewählt hast, gell, hast du ja noch gemeint, den willst du eh mal sehen, weil der immer, weil der immer als Musterbeispiel für großartiges Drehbuchschreiben genannt wird oder so, gell? Und vor allem halt in dem Punkt Show, Don't Tell wird er immer wieder genannt. Mhm. Und dann sind wir jetzt bei, eben bei diesen Sachen wie beim Spiegel zum Beispiel. Das wird ja nicht großartig erwähnt, sozusagen. Da wird ja nur der Spiegel gezeigt, dass es halt diesen Spiegel gibt und dass ihn dann Jack Lemmon sieht und erkennt, dass es eben dieser Spiegel ist und nicht mehr und nicht weniger. Und wir wissen alle genau, was da jetzt in jedem dann vorgeht, seitdem das passiert ist. Und das kommt halt an anderen Stellen genauso vor. Ja, da waren schon großartige Szenen da drin, wo du immer dann denkst, so, ach scheiße. Also allein schon das halt, wenn der Chef, wo er dann zum Bewerbungsgespräch, also Beförderungsgespräch geht und dann der Chef ihn eigentlich so, du denkst die ganze Zeit, er will ihn jetzt dafür bestrafen, dass er hat es mitgekriegt, dass er dieses Apartment vermietet, aber eigentlich weißt du schon so ein bisschen, jeder kennt die Geschichte schon, dass er sein Apartment vermietet und es geht eigentlich nur darum, dass er das auch mieten will und so. Also wie gesagt, ich fand den schon nicht langweilig, weil irgendwie du dann immer so mitgelitten hast und die ganze Zeit dachtest, oh Gott, scheiße, jetzt noch schlimmer. Ich fand das schon echt ziemlich witzig. Also was mich interessieren würde, jetzt Anne und Andrea, ihr macht ja immer so kein Saufspiel, aber ihr schlagt ihr mal was vor. Mhm. Ne? Wann könnte man jedes Mal einen kurzen heben bei dem Film? Habt ihr bei Das Apartment was gefunden? Das müssen wir ad hoc machen, weil... Oh Gott. Ich hatte ja schon die Idee vorher gemeint, damit immer, wenn jemand mäßig sagt, also halt, weißt schon, was sie doch immer sagen mit dem Promotion-wise oder Cookie-wise oder Kubelik-wise. Und immer, wenn jemand nach dem Schlüssel fragt? Ja, genau. Oh, das ist gut. Wenn er nach dem Schlüssel gefragt wird. Ja, das ist sehr gut. Ja. Ach, voll witzig. Ihr habt doch letztens diesen, wie hieß der Film? Ich habe mir den aus irgendeinem komischen Grund letztens angeschaut mit Kate Winslet, dieser... Titanic. Liebe braucht keine Ferien. Liebe braucht keine Ferien. Ne, genau, Liebe, habt ihr den schon geschaut? Der war in einem Adventskalender drin, gell? Mhm. Jawohl, jawohl. Und der hatte doch ziemliche Parallelen, gell? Weil sie ist doch in ihren Chef verliebt, der sie die ganze Zeit verarscht und der dann auch am Schluss vor der Tür steht und so. Das fand ich ganz witzig. Und wie kam ich jetzt drauf? Ich hab's vergessen. Weil da Parallelen da sind. Ist doch egal. Parallelen. Du wolltest einfach nur den Podcast der beiden noch ein bisschen promoten. Das finde ich schön. Stimmt. Das finde ich schön. Stimmt. Nee, aber du hast total recht, weil das ist ja auch so ein heiß gehandelter Weihnachtsfilm, der wirklich deutlich in die Kategorie Weihnachtsfilm fällt. Aber ähnliches Prinzip, sie, Kate Winslet, ist ja total in diesen Typen verschossen, der auch nicht gut für sie ist. Mhm. Ach, Frauen. Ja, echt, ihr, Mann, braucht ihr euch nicht wundern, wenn euch die Hormone so ein Ding, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Wollen wir mal zu einem Fazit kommen? Na gut, habt ihr jetzt schon Punkte vergeben? Vergebt mal Punkte. Okay. Ich würde vergeben 4 von 5. Mhm. Ich würde vergeben 3,5 von 5, weil wir haben jetzt so, irgendwie war das jetzt gar nicht so, dass die Lobhudelei, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich fand den Film, trotz allem, was wir jetzt gerade so angesprochen haben, ich fand die Prämisse cool, die Schauspieler und Schauspielerinnen vor allem, also hier Shirley MacLaine oder wie sie heißt. Ja, ja. Ah, die fand ich so großartig. Mich hat es ein bisschen gestört, dass sie in diesen Arschloch-Chef so verdattelt ist, dass sie sich auch noch versucht, selbst umzubringen. Aber trotzdem fand ich den Film, das klingt jetzt ein bisschen aufgesetzt, gut geschrieben, aber sogar ich, der von sowas keine Ahnung hat, im Gegensatz zu Max, weil wie gesagt, der Max hat ja gleich gesagt, hey, das ist so ein Film, wo das Drehbuch so speziell gut ist oder so. Mir fällt sowas eigentlich nicht auf, aber irgendwie habe ich dann trotzdem beim Schauen gemerkt, was er meint. Also es hat echt Wahnsinn. Ja, wirklich. Also es hat mir echt saugut gefallen. Also ich würde 3,5 von 5 Schlüsseln. Ich würde ihm ja fast sogar 4,5 geben, weil der ganz viel auch in Filmhochschulen und sowas dann auch immer als Beispiel für viele Dinge nennt, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben. Die Kameraarbeit ist phänomenal und wie das Bild halt auch aussieht, wie da mit den Schatten gespielt wird. Und es ist durch und durch ein Film, den ich gern sehe. Ich muss halt sagen, der große Kritikpunkt und weswegen ich nicht weiß, ob ich ihm vielleicht doch dann nur 4 gebe, ist tatsächlich dieser Chauvinismus-Aspekt, der da immer noch mit drin ist, den ich noch nicht so wirklich als Kritik an der Sache akzeptieren will. Wenn der Film jetzt meinetwegen vor 10 Jahren gedreht worden wäre und würde das zeigen, so wie es halt wirklich Mad Men macht, dann würde ich sagen, okay, das ist klarer Kritikpunkt.
in dem Fall weiß man es halt nicht. Also ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Billy Wilder Chauvinist war oder sowas, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass er da großartig in der Hinsicht irgendwie Kritik üben wollte. Ich glaube, für die Zeit an sich ist es jetzt, also zum Beispiel dieser komische Halbchef, also ist ja nicht der Oberchef, aber der Frau da auf den Arsch hat oder so, der wird ja im Verlauf des Films halt schon auch als Ekelpaket irgendwie dargestellt und so. Klar werden sie alle. Eben, also deswegen für die Zeit und für den Film und so fand ich das schon eigentlich schon kritisch genug. Natürlich würde man es heute mehr machen und so. Also, ach, mir hat das ganz, ganz gut gefallen. Mhm. So Anchorman-mäßig. Bloß vor 40 Jahren halt. 60 Jahren? Nee, 40, der, oder? Ja, hat mir auch gefallen, so dieser Kampf draußen mit den Versicherungsgesellschaften gegeneinander, als Ergo und DKV sich gegenseitig mit Dreizacks beworfen haben. Naja. Andrea darf für uns werten. Wirklich? Ja. Aber bei diesem Film? Also, beim nächsten? Also, okay. Ja, ich finde ihn supi. Und das war's, das Ende von Boos, Boobs und Blockbusters. Danach gingen sie getrennte Wege. Kommt aber hinten auf die DVD drauf. Andrea von BBB. Ich fand ihn super. Also ich fand ihn super. Nee, ich finde ihn für die Zeit. Ich finde, man muss halt immer schauen, wann wurde der gedreht? Und was haben alle anderen Filme währenddessen gemacht? Und dann denke ich halt an diese ganzen Rom-Coms mit Doris Day, die dieses Frauenprinzip noch viel für dich viel schlimmer ertragbar darstellen würden, Alend. Ja, und deswegen da darfst du werten. Weil, deswegen finde ich den ein deutliches Ching. Das war ein sehr überzeugendes Ching. Wie fandet ihr denn diesen Liebe braucht keine Ferien zum Beispiel? Also, warum hörst du denn nicht unsere Folge dazu an? Bitte? Es warum gab eine Folge dazu. Die haben noch nicht gehört. Die habe ich ja schon gehört. Das heißt, ich weiß, wie sie ihn finden. Aber ich verrate das hier nicht, weil das soll man sich ja anhören. Okay. Der Spoiler-Boss. Ich habe nämlich so ein Rom-Com-Trippel gemacht mit Liebe auch keine Ferien, fast verheiratet und noch irgend so ein Käse. Ach, das eine war mit. Das war ganz übel. Eine Stadt sucht einen Mörder. Das schneide ich raus. Nee, das war, wo der Typ sein Sperma aus Versehen vertauscht. Also nicht aus Versehen, sondern absichtlich, wo er besoffen ist. Bin wieder bei der Couch, Andi. Auch auf Netflix. Genau. Da gibt es einen Film mit diesem Bateman-Typen. Jason Bateman oder so. Superbug oder sowas? Und die Frau ist Jennifer Aniston. Ach Gott. Polly. Und die will sich künstlich befruchten lassen. Und er vertauscht dann das Sperma oder so und ist die ganze Zeit verliebt und creept dann die ganze Zeit so rum. Den fand ich ganz furchtbar. Ach Gott, egal. Kommt mir nicht bekannt vor. Das schneide ich eh alles raus. Das hat mit dem Thema hier nichts zu tun. Da geht es nicht um Weihnachten. Der Podcast wird am Ende 20 Minuten lang. Immer wenn es nicht um Weihnachten geht, wird geschnitten. Aber dieser fast verheiratet mit Emily Blunt, den fand ich sehr gut. Aber wie gesagt, anderes Thema. Wir müssen mal ein reguläres Rom-Com-Thema, glaube ich, machen. Ja, sehr gerne. Weil ich merke, wie wenig das meine Welt ist. Ja, meine auch nicht, aber ich lasse mich immer gerne überraschen. Du, dann habe ich aber den super Film für dich. Der vereint Weihnachtsfilm und Rom-Com super miteinander. The Holiday auf Netflix. Okay, den werde ich mir angucken. Und zwar ist der, mit wem ist der? Stormy Arnold. Haut mit der Wurst Emma drauf. Roberts. Nee, der ist von diesem Jahr. Ja. Ganz heiß. Ja, mit Emma Roberts und irgendeinem australischen Superhunk. Also, Luke Bracey? Ja. Wo, australischer Superhunk und dann kommt sofort aus dem Luke Bracey. Ich bin einfach schnell beim Google. Im Googlen bin ich sehr schnell. Holiday. Mhm. Ja. War das ernst gemeint oder nicht? Naja, wenn mir Andrea einen Film empfiehlt, dann werde ich den natürlich gucken. Aber ich sag das jetzt, ja, ich möchte... So gut kennen wir es noch nicht, ob sie dich einfach krass auflaufen lässt. Ja, das werde ich ja dann feststellen. Ich möchte deutlich sagen... Bis Bogenhausen ist es nicht weit. Ich möchte keine Empfehlung per se aussprechen. Ich möchte nur vorschlagen.
Ich sehe dich. Also ist das scheiße. Du ruderst. Sie hat nur gesagt, wenn ihr die Kombination aus Rom-Com und Weihnachtsfilm sucht, was dann ich ja immer ist mache. Der Max ist total auf der Suche nach sowas, ja, genau. Für mein nächstes Foltercamp. Was kommt als nächstes? Wenn ihr die Kombination aus Pflaumenmus und grober Leberwurst mögt, dann. Aus der Sofaritze. Bitte, du darfst auch dafür bestimmt ein tolles Produkt. Ja. Ja, wir haben noch einen Film dabei. Ja. Ja. Der ist Gott sei Dank ganz kurz. Ja, das ist wahrscheinlich der kurzweiligste Film meines Lebens. Ich habe leider erst gerade von der Möglichkeit gehört, Filme in 1,5-facher Geschwindigkeit abzuspielen. Ja, aber geht das auf Amazon auch? Weil das den gibt es ja momentan nur. Nee, auf Amazon, nur bei Netflix neuerdings. Dann. Okay. Ja, dann muss man es halt so machen. Was habt ihr denn alle? Keine Zeit. Was seufzt ihr denn da so? Er ist nicht nur lang, sondern finde ich auch langwierig. Das ist das Problem. Er ist vor allem auch langweilig. Entschuldigung. Okay, wir sprechen von... Ich habe mit dem Titel schon mein erstes Problem. Schüsse abgesetzt. Wie heißt er im Englischen? It's a beautiful life. It's a wonderful life. Wonderful life. Wonderful life. Ja. Deswegen habe ich ihn am Anfang auch nicht gefunden. Und dann ist das Leben nicht schön. Und ich habe bis vor 5 Jahren echt gedacht, das ist dieser Film mit Roberto Benigni. Der heißt Das Leben ist schön. Aha. Ah, ja. Das Leben ist schön. Ja. Das ist Aussage... Was? Rhetorische Frage. Rhetorische Frage. Ja. Ja, es ist, muss ich mal aufschreiben, ist ja wieder Orthographie. Manchmal rhetorische Fragen einstreuen, lassen das Gespräch lebhafter wirken. Okay. Andi ist gerade auf stumm geschaltet. Ja, was macht der denn? Ja, bringt dir den Glühwein weg? Oder hol der neuen? Er hat gerade einen Anruf von seinem Chef bekommen, er braucht Telefon. So, ja, was machen wir jetzt? Warten wir? Soll ich dir auch nochmal einen Glühwein einschenken? Ja, bitte. Und wir schenken nach. Ja, wir können ja ein bisschen privat sprechen. Nö, nicht warten. Alles so. Gut, ich bin schon wieder da. Ach so, hallo, hallo. Jetzt wollten wir uns gerade ein bisschen privat außerhalb von dir. Ich kann auch wieder weggehen. Nee, du darfst halt einfach nicht zuhören. Okay, ich höre weg. So. Aber es ist ganz praktisch, dass wir uns hier über die Cams sehen, weil dann weiß ich immer genau, wann Leute gesprächsbereit sind und wann nicht. Wer von euch beiden hat eigentlich den Film ausgesucht? War das eine Entscheidung, bei der ihr beide, sagen wir mal, 3 Filme in einen Hut geschrieben habt und dann rausgezogen wurde? Nee. Die war unisono. Das kann ich euch sagen, obwohl Andrea gerade den Raum verlassen hat. Hat jemand gesehen, wo sie hin ist? Also von mir aus links. Ich will aber nichts zu tun haben. Das war einstimmig. Wir hatten keine Alternative, weil wir beide schon von diesem Film oft gehört hatten, aber wir hatten noch keine Sichtung jeweils. Ja. Aber die Andrea hat doch vorher gesagt, sie hätte den schon gesehen. Nee, die Eltern damals. Das war das Apartment. Ja. Ach Gott, Entschuldigung. Ja. Wir hatten schon oft von dem gehört als so der Weihnachtsfilm. Ja. Also ich und dann dachten wir, ich muss sagen, also in den USA ist es natürlich der Weihnachtsfilm. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, dass er in Deutschland erst über die letzten 10 Jahre wirklich bekannt geworden ist. Mhm. Weil als ich jetzt Kind war, war das kein Thema, dieser Film. Da gab es halt der kleine Lord und Familie Hoppenstedt und Familie Heinz Becker. Und erst in den letzten Jahren hat sich dieser Film so nach und nach an Weihnachten auch so ins Nachmittagsprogramm geschlichen. Mhm. Ja, also mir ist in Deutschland als Weihnachtsfilm gar nie aufgefallen. Mhm. Ich habe den vor 5 oder 6 Jahren in einer perversen Neugier mal geguckt. Da habe ich ja nur getrunken. Das brauchte ich da auch. Und, mich hat mal interessiert, was machen jetzt so die Amerikaner? Ich weiß nicht wieso, aber das war so wie damals, als ich die Kasse ohne Süßigkeiten entdeckt habe, dass das halt eine Kasse ist, wo keine Süßigkeiten an der Kasse sind. Und ich habe halt jahrelang keine Süßigkeiten auf diese Kasse gelegt, weil ich dachte, man darf an dieser Kasse keine Süßigkeiten bezahlen. Und so ist es jetzt mit diesem Film auch irgendwie. Moment, es ist...
Was? Das für darf eine Kasse? Das ist der amerikanische Weihnachtsfilm, den darfst du als Deutscher nicht gucken, wenn ich dich richtig verstanden habe. Nee, ich meinte immer, es wäre der Roberto Benigni-Film und habe dann rausgefunden, dass es nicht der Roberto Benigni-Film ist. Und deswegen habe ich ihn dann mal geguckt, weil ich mir immer dachte, hä, warum schauen sich die Amis so gern an, wie Italiener in KZs zerstört werden an Weihnachten? Was ist da der Perverse? Was mögen die da dran? Ich wollte ja gerne noch mal erfahren, was es mit der Kasse und den Süßwaren waren, aber jetzt habe ich ein anderes Interesse. Jetzt hat es eine ganz andere Wendung genommen. Jetzt bekommen wir auf einmal ein Explicit an diesem Podcast. Ihr wisst doch, wie ich es meine. Nee, das mit der Kasse und den Süßigkeiten, die Metapher habe ich nicht verstanden. Okay, also ich habe jahrelang gedacht, dass an der Kasse ohne Süßigkeiten, dass man da keine Süßigkeiten kaufen darf. Aber dabei, du meinst im Supermarkt? Im Supermarkt gibt es, wenn du jetzt im Klo, wie heißt der, im V-Markt oder sowas, gibt es die Kasse, wo es keine Quengelware gibt. Was? Also keine Süßigkeiten. Und die heißt Kasse ohne Süßigkeiten. Und ich habe immer gedacht, an dieser Kasse darf man keine Süßigkeiten kaufen. Deswegen habe ich jedes Mal, wenn ich Schokolade gehabt habe, habe ich eine der anderen Kassen genommen. Nein. Und wenn ich keine Schokolade hatte, ging ich zu der Kasse ohne Süßigkeiten. Bis ich dann mal festgestellt habe, dass die Kasse ohne Süßigkeiten nur dafür da ist, dass Eltern mit kleinen Kindern, die Süßigkeiten quengeln, keine Süßigkeiten vor der Kasse an dem Rolldingsbums haben und deswegen entspannter einkaufen können. Und so war das bei mir bei Das Leben ist schön und ist das Leben nicht schön? Da wir keine Kinder haben, wissen wir das nicht. Also Max, ich mag dich, aber du warst schon mal dumm, oder? Ich habe zwei Gehirnhälften und die haben noch nicht immer miteinander zusammengearbeitet. Ich bin gerade komplett ausgestiegen bei dieser Geschichte. Stell mir gerade vor, wie kann ich deine beiden Gehirnhälften miteinander kommunizieren. So spinnefein. Das war bei mir so wie die Berliner Mauer. So meine Osthälfte und meine Westhälfte. Und rechts hat Erich Hirnecker hat die ganze Zeit regiert. Was hat dann die linke Hälfte irgendwann gesagt, so keine Panik, keiner hat vor, eine Mauer zu bauen. Und dann kam die doch. Nee. Wir sind die Neuronen. Wir sind die Neuronen. So in etwa war es. Das nächste Mal, wenn wir beim V-Markt sind. Wir fassen zusammen. Es ist nicht Das Leben ist schön, sondern ein gänzlich anderer Film. Und dieser war sogar zuerst da. Richtig. Deswegen hat er eigentlich Hausrecht. Mhm. Er hat sie zuerst auf die Couch gesetzt. Aus dem Jahre 1946. Ihr habt vorher so schön zusammengefasst, worum es in dem anderen Film ging, den wir ausgewählt haben. Vielleicht fasst jetzt du mal kurz zusammen. Nee, ich bin dafür, dass der Max das macht, weil der hat sich ja schon mitgeholt. Nee, vielleicht fasst jetzt mal der Andi. Der hat sich ja schon von Arne und Andrea Tipps geholt, wie man eine gute Synopsis macht. Und das kann er jetzt mal darüber stellen. Ja, muss ich mal auflesen. Also, man beginnt mit einem Wort. So, Filmtitel. Ist das Leben nicht schön? Mit James Stewart und einer Frau. Donna Reed. Ein Engel kommt vom Himmel und rettet James Stewart, der sich töten will. Weil James Stewart denkt, dass das Leben nicht schön ist, erzählt ihm der Engel, dass das Leben doch schön ist und zeigt ihm eine Alternativwelt, in der James Stewart gar nicht existiert. Das ist eine sehr, sehr doofe Welt. Deswegen haben sich am Ende alle lieb. Also hat die Allen schon besser gemacht vorher. Man muss dazu sagen, bis es überhaupt dazu kommt, dass dieser Engel auf George Bailey trifft, vergehen gefühlt 28.000 Stunden. So. Der kommt erst in den letzten 30 Minuten vor und dann auch nur 15 Minuten im ganzen Film. Eben. Ja. Versuchen wir das aber jetzt nicht auf so einer negativen Note zu starten. Versuchen wir jetzt mal ein bisschen wohlwollend. Nee. Ich finde, ich muss echt sagen, der Film geht, also als es losgeht und man sieht den Himmel, und man hatte ja damals nicht viele Mittel. Und man sieht im Wesentlichen so einen dunklen Screen und davor so drei aufleuchtende Punkte und dann dieses Stimmen. Mhm. Und das ist dann, was weiß ich, Gott und seine Engel, der dann mit denen kommuniziert. Und da dachte ich mir, es braucht eigentlich nicht viel. Nee. Filmisch. Ja. Das reicht eigentlich. Ja. Verstanden, worum es geht. Oder? Ja, ich würde einmal sagen, also nach dem Stummfilmzeitalter und jetzt dem ganzen Ding, würde ich mal den Film, der einfach nur ein Bild zeigt. Ein Foto mit Hörspiel. Lockt die Leute wieder ins Kino zurück. Garantiert, ja.
Andrea ist nicht begeistert. Auf jeden Fall lernen wir dann diesen George Bailey kennen. Anfangs noch als und zwar so Knaben, richtig. Der heldenhaft seinen kleinen Bruder rettet und dabei auf einem Ohr taub wird. Und dann macht er noch andere total tolle Sachen, weil George Bailey ist ja der geilste, der beste, der netteste. Und ich finde, diese Figur ist einfach scheiße. Sorry. Das hat mich so ein bisschen an Big Fish erinnert, wo es dann immer heißt, so ich bin der geilste, ich rette alle und ich mache hier nur Wohltätigkeitsveranstaltungen und ich bin eigentlich jeder geilste Typ. Aber das Problem ist ja, dass er so wohltätig ist, dass er dann immer seinen Bruder den Vortritt lässt oder durch Schicksalsschläge natürlich auch. Was immer. Beim Ersaufen lässt er ihm den Vortritt? Nee, später dann, wo es um Studium geht. Mach du mal. Keine Ahnung, also er... Ja, genau, nee, aber er will doch dann immer irgendwie ans College oder so und dann aus irgendwelchen Gründen kann er es doch nicht machen und dann ist sein Bruder als Erster dann doch im College und so, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall durch irgendwelche Schicksalsschläge bleibt er doch in seinem Kaff zu Hause und macht seine Weltreise nicht, weil der Vater stirbt, geht nicht aufs College, weil der Bruder das besser gebrauchen kann, keine Ahnung was. Die wollten so. Den Bruder also einfach nur weghaben, weil der nerviger kleiner Weiberheld war, der auch der Haushälter den hinten auf dem Popo klopft. Er wird ja immer daran gehindert, seinen Lebenstraum zu erfüllen. Aber findet ihr nicht, also ich finde, er stellt sich ja nicht als super geiler Typ dar. Also er singt ja nicht in sein eigenes Horn. Finde ich nicht. Also der Film, das Problem dieses Films ist wirklich seine Länge. ich habe den geguckt und mir gedacht, oh komm, mach weiter, weil er... Bring dich um! Nee, ich meine, aber in der Quintessenz, also der erste Teil des Films zeigt ihn, wie er sich immer wieder zurückstellt und andere und das Wohl der anderen in den Vordergrund stellt. Und ich kenne so Menschen, es gibt so Menschen. Also ich finde die Figur gar nicht so schlecht. Ich kann auch seinen Schmerz nachvollziehen, dieses... Ich muss halt sagen, ich fand es irgendwann... konnte ich damit nicht mehr connecten, um es auf Neudeutsch zu sagen. Es war mir irgendwann zu viel. Er war mir einfach zu nett, zu poliert, zu glatt geleckt. Ich fand es einfach anstrengend und sterbenslangweilig irgendwann. Hm. Und da ist auch die Länge schuld. Ich glaube, wenn der Film nicht 2 Stunden lang wäre, sondern 90 Minuten, wäre es schon besser. Und ich wusste ja auch im Vorfeld, worauf es hinausläuft. Denn diese Prämisse ist relativ bekannt und wurde ja auch schon oft parodiert. Aber ich habe mich gefragt, wann geht's denn endlich los? Ich habe verstanden. Jetzt bitte, fang doch mal an. Und dann nach 90 Minuten kommt dann dieser Engel und dann ist das nach 10 Minuten abgehakt und dann am Schluss haben sich alle lieb und das Glöckchen klingelt und ich fand's ehrlich gesagt nur anstrengend die meiste Zeit und wenig schön. Ja, das ist so anstrengend am Anfang, dass obwohl ich finde, dass der Payoff am Ende funktioniert, aber da hätte jemand irgendwie dieses Skript straffen müssen. Weil du hast schon recht, meinst du, okay, wir haben es verstanden. Oh, jetzt kommt noch eine Szene. Ja, und also mindestens ein Finanzdilemma hätte zusammengestrichen werden können auf eins. Ja. Also, ne? Ja. Und dann am Ende, was mich ein bisschen gestört hat, war, der Engel will ihm zeigen, also so sieht die Welt ohne ihn aus. Und dann entdeckt er da auf magische Weise, dass es ja mit ihm ganz schön ist. Aber im Prinzip hat er ja nicht wirklich was Schlimmes gesehen. Also klar, sein Bruder ist gestorben, weil er ihm nicht helfen konnte, weil es ihn nicht gab. Aber sein Wunsch zu leben basiert nur darauf, dass ihn vorher niemand kannte, den er angesprochen hat. So kam es mir vor. Also in der Bar kannte ihn niemand. Jetzt war aber auch ein bisschen... Entschuldigung, ich wollte ihn unterbrechen. Das mache ich immer gerne. Das sage ich dann immer. Ich wollte nicht unterbrechen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Also Entschuldigung. Du, das ist auch ein smarter Power-Move. Den schaue ich mir jetzt auch ab, nach der Sichtung. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, das war so eine Mischung aus Zurück in die Zukunft 2 und eben so die Geister, die ich rief, wo dann der Engel kommt und ihm sowas zeigt, dass er sich dann doch nochmal umentscheidet irgendwie und auch dieses Zurück in die Zukunft 2 Move irgendwie so von wegen, er kommt dann in eine existierende Welt, wo dann irgendwas
eine Kleinigkeit verändert wurde und dann ganz schlecht ist, weil dann heißt doch sogar der Ort anders. Der heißt doch dann irgendwie Potterville. Potterville. Super, Potterville. Potterville oder ja. So. Genau, das alles ist schief gelaufen. Sein Mentor von damals, der noch davor irgendwie als Kind zusammengeschlagen hat, ist dann irgendwie Alkoholiker und so. Und ich fand auch die letzte halbe Stunde so ein bisschen interessant, aber davor bin ich schon dreimal eingeschlafen, weil nichts passiert ist die ganze Zeit. Du musst diesen scheiß Engel früher bringen. Ja, also das, wie gesagt, das ist so ein bisschen auch die Geister, die riefmäßig, dass halt dieser Payoff, oder in Anführungszeichen irgendwie, dieser... Der Engel muss gleich in der ersten Minute kommen. Ja, nicht unbedingt, aber der Kniff an dem Film, ich habe das den ganzen Film nicht gecheckt, was ist denn jetzt hier das Problem? Und außerdem, was mich krass genervt hat im Film, erstens, die ersten 20 Minuten saß ich echt nur so vorm Rechner und dachte mir so, die reden alle so viel und so schnell und alle so sagen so offensichtliche Sachen, die mir irgendwie, also so Expositions-Overkill. Oh, das, so, ich werde jetzt eine Vase in die Hand nehmen. Sein Ohr ist taub. Ist das dein taubes Ohr? Kann ich nicht hören. Ich finde dich total cool. So. Close-up aufs Ohr. Genau. Und die sagen immer alles, was man so sieht und so und reden alle so. Ich hatte echt immer das Gefühl, ist die Synchro so schlecht oder was ist denn da gerade los? Wieso reden die alle so laut und so schnell und so viel und so. Und das hat mich total überfordert. Das ist irgendwie. Im Original schon auch so. Also ich glaube, das ist, weiß ich nicht, ob die Zeit, dass der Stil war, da so überaffektiert zu schauspielen und alles nochmal, ja, ganz sicher, also nochmal dreimal und viermal zu sagen, sodass es auch der Letzte noch verstanden hat. Aber es sind so viele Personen, die so viel und so eben, und dann kommt dieser böse Mogul dann und so, und das war alles so ein bisschen alles so krass on the nose und mit so viel eigentlich Dialog, müsste es für uns, das hat mich total überfordert irgendwie. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste es für uns Münchner genau das Thema sein, sozialer Wohnungsbau. Ja. Aber ich wollte noch eine Sache einhaken, weil ich dich nicht unterbrechen wollte. Bei dem Thema, das erinnert dich und das hast du schon mal gesehen, also in Zurück in die Zukunft und die Geister, die ich rief, da muss man dran denken, dass dieser Film ja als erstes da war und im Prinzip sich die anderen darauf berufen. Natürlich. Und dann ist es natürlich ein leichtes, das dann zu nehmen und dann vielleicht ein bisschen besser zu machen. Das war auch keine Kritik. Wir haben gesehen, dass man den Engel schon in der ersten Minute bringen muss. Ja. Nein, das war auch keine Kritik. Ja, da muss der Engel auch eine halbnackte Frau sein. Obwohl Christmas Carol kam ja auch schon früher raus und so. Ja, klar. Ja. Nee, aber trotzdem fand ich es total witzig, weil ich habe ja auch vorher in unsere Chatgruppe so noch einzelne Szenen so abgefilmt, weil ich mag ja diesen Schauspieler, diesen James Stewart, der hat doch bei Vertigo und Fenster zum Hof und so, den mag ich ja total gerne. Und ich finde, am Schluss hat der auch, also wo er dann irre wird, ich mag, wenn der durchdreht, das hat mir total gut gefallen. Aber davor waren da so komische Szenen drin. Ganz am Anfang, wo er mit dieser Mary da von dem Ball geht und so, total strange Szenen die ganze Zeit, wo er mit dem Bademantel ihr dann auszieht und dann um den Busch rumläuft und so, keine Ahnung was. Oder auch eine noch später, wie sich das anhört. Er hat ihr den Bademantel ausgezogen und läuft um ihren Busch rum. Ja, genau. Und dann kommt er später zu ihr, seine Mutter sagt ihm so, hey, willst du nicht mal die Mary besuchen? Die steht doch voll auf dich. Und dann so, ja, okay. Dann geht er zuerst zu dieser anderen Frau, die aussieht wie Christina Aguilera, die irgendwie ganz komisch ist, sagt dann zu ihr, hey, wollen wir nicht auf den Berg steigen und einen Wasserfall anschauen und dann den Sonnenaufgang, obwohl diese Tante die ganze Zeit so mega scharf auf ihn war, sagt sie dann so, nee, ich hab keinen Bock. Und auf einmal stehen 40 Leute rum, die alle auslachen und dann laufen sie weg und dann steht er auf einmal bei der Mary im Wohnzimmer und dann sagt diese Haushälterin, schick den weg und dann streiten sie sich. Also ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Oh Gott, das war ganz dann komisch. Dann schüttelt er sie ganz intensiv und dann küssen sie sich und dann heiraten sie. Ja, Frauen haben sich damals die, andersrum, Männer haben sich damals die Frauen halt ausgesucht, so als Accessoire. Genau, und dann diese geile Szene, wo er dann sagt so, ich mag kein Plastik und ich will niemals heiraten, niemanden. Und Mary. Und dann küsst er sie so krass unangenehm und die Haushälterin dreht sich noch so angewidert weg. Schnitt und sie heiraten. Das war alles so absurd und komisch. Also ich habe das alles nicht verstanden. Aber habt ihr das auch nachgelesen? Keiner mag Angeber, aber ich habe es gelesen. Ja, dann lass doch mal hören. Bitte. Dass sie das schneiden mussten, wie er sie wohl geküsst hat, weil sonst das von der Zensur gecancelt worden wäre, der Film. Was zu heftig. Aber was hat er gemacht? Hat er also es war wohl noch die mit heftiger. Der Zunge ins Ohr ja, ich weiß und nicht. Ins Ohr mit der Zunge und dann hat er gesagt, ah, das ist aber mein taubes Ohr, close aufs taube Ohr. Kann ich nicht lecken hören.
Das ist wirklich die unangenehmste Kussszene, die ich seit langem gesehen habe, weil er noch sagt so, ich will niemanden heiraten, niemals. Und sie weiß überhaupt nicht, sie wollte ihn gerade noch rausschmeißen und dann drückt er sich so komisch an sie ran. Ja, aber so, das ist... Nee, er schüttelt sie sogar. Mit der Hälfte vom Gesicht. Eigentlich reibt er nur sein Gesicht ganz weird an ihrem Gesicht. Das war komisch. Ja, genau. Genau. Ja. Wir haben es gerade vorgemacht. Ja, wir haben gerade die Skype-Kamera. War sehr erregend. 1A, es ist kein Laienschauspiel mehr. Es ist Hollywood Anfang der 50er. Nee, was ich damit sagen wollte, James Stewart, wie gesagt, ist ein großartiger Schauspieler, glaube ich. Aber irgendwie die ersten 3/4 des Films hat er mir ein bisschen leid getan im Film, weil er die ganze Zeit so rumgehampelt ist. Auch ehrlich gesagt, dass das vielleicht anders konzipiert war. Vielleicht wollte er sie mit einem Kopfstoß, weil er hasst alles. Vielleicht musste er sie laut Skript eigentlich bewusstlos kloppen und sie hat sie immer so gewehrt dagegen. Dass die Lippen sich zufällig trafen. Weil meinte, irgendwie geschnitten und dann ist das jetzt als Kuss komplett missinterpretiert. Auch der Schnitt, warte, da haben sie halt dann danach nichts mehr gedreht, wo sie im Krankenhaus liegt, weil ihnen die Kohle ausgeht. Ja. Da haben sie halt dann die Heiratsszene einfach rangeschnitten. Und das Ganze dazwischen fällt raus. Das war eigentlich ein Hitchcock-Movie. Also er schlägt sie bewusstlos mit der Kopfnuss, dann schleppt er sie gegenüber in dieses leerstehende in den Busch. Haus und zerlegt sie. Ja, rollt in sie Villa. In den Bademantel ja, dann ein. Sie und dann geht's weiter. Und dann sieht ihre Zwillingsschwester, sieht beide, weil sie so creepy ist und hat sich vom Cici Baxter alle Informationen geholt. Und dann verfolgt sie ihn mit so einer schwarzen Perücke, mit so einer ganz schlechten. Daneben steht Norman Bates so und sagt, Mutter, ich brauche den Feger. Ganz komisch. Mutter, wir haben schon wieder ein Filmteam im Haus. Okay. Ja, also die Phase der Annäherung bis zur Hochzeit hat mich auch irritiert, weil das von ihrer Seite nicht so ganz freiwillig aussah. Aber ab dann finde ich die Ehe der beiden eigentlich auch für die Zeit recht modern. Weil die sind dann, als sie verheiratet sind, finde ich, ist es schon eher so eine... Die sind Freunde als auch Partner in ihrer Ehe. Ich glaube, das ist das Beste, was ich an dem Film auch anzumerken habe. Der Mittelteil. Sie gibt ihm immer Geld, gell? Genau. Sie sind Freunde wie auch Partner. Sie gibt ihm Geld, oder? Ist es nicht so, dass er immer Geldprobleme hat und sie kommt dann von hinten mit so 2000 ja. Euro in der Hand irgendwie und sagt, take a Mentos, Mentos, Freshmint, take this Mentos. Nee, ich meine, sie kann durchaus auch für sich selber sorgen. Also sie ist nicht abhängig von ihm auch, sondern sie hatte auch ihre eigenen Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Hausflipping. Ja. Hausflipping, ja, ist ihre neue Netflix-Serie. Mit genau. Marie Kondo, also sie kümmert sich eigentlich um das Familienhaus. Mary aus dem Film. Does it sparkle? Does it bring you joy? Okay. Ja, die ist da schon. Also sie ist auf jeden Fall kein so ein Heimchen am Herd. Mhm. Das stimmt. Aber ich muss es nochmal wiederholen. Ich fand halt seine Figur, und die ist halt einfach omnipräsent und der eigentliche Kern dieses ganzen Films, irgendwann so uninteressant, dass es war so ein Gucken, dass ich dass nur noch dass man dachte, ihn gerne sterben hätte sehen. Ja, genau. So nach 90 Minuten einfach so Film, so Finn, fertig. Und hinterlässt eine Frau mit vier Kindern an Weihnachten. Vor allem, obwohl er so stelle ich mir einen Weihnachtsfilm vor. Obwohl er so der super Benefit-Wohltätigkeits-Supermensch sein sollte, fängt dann auf einmal an, irgendwelche Leute zu verprügeln, seine Kinder anzuschreien und so links aus dem Nichts. Ich meine, okay, das war der Breaking Point. Mhm. Da ist er dann durchgedreht, weil er keine 8.000 Euro hatte oder so. Aber trotzdem, dann verprügelt er noch fast diesen Typen, der anscheinend dieser alte Mann, der irgendwie dement ist und nicht sich dran erinnern kann, wo er das Geld hingesteckt hat, den verprügelt er erstmal und sagt, wo ist das Geld? Genau, wo ich mir dachte, hey, du bist doch der super Sandmann-Apostel. Und dann fängt er auf einmal an, seine Mitarbeiter zu verprügeln. Als ich ihn vorhin noch gut fand. Aber es geht nicht darum, dass er so der super Wohltäter ist. Also ich glaube, darum geht es nämlich gar nicht. Sondern... Das ist ja, wenn er der Superwohltäter wäre, dann wäre das ja offensichtlich. Dann hätte er es auch selber gemerkt. Aber er braucht halt diesen Moment, also in seiner dunklen Stunde braucht er diesen Moment, dass ihm jemand zeigt, weil, ich meine, er ist kurz davor, sich selbst zu töten. Und er braucht jemand, und er fühlt sich total wertlos und denkt, er macht keinen Unterschied auf dieser Welt. Und er braucht jemand, dem ihm zeigt, auch die kleinen Dinge, die du getan hast, haben einen Unterschied gemacht im Leben von anderen Leuten. Und du musst nicht der Superwohltäter sein, sondern auch so... Jeden Tag eine gute Tat.
macht einen großen Unterschied. Gibt's doch. Und ja. Genau, er brauchte diesen Moment, der ihn dann über den Breaking Point schubst, weil Drehbuch. Aber davor war er halt eben dieser super nette Typ und Dings und so. Und dann fehlen 8000 Euro und dann wird er zum Superpsycho und will sich auf einmal selbst umbringen. Da dachte ich mir, ja, und deswegen jetzt. Ist der ich Film mein, auch eine Werbung gegen Sozialismus. Habe ich auch gelesen. Ich dachte, es ist der Vorgänger von Falling Down. Der Film ist der totale Kapitalisten-Werbefilm. Also zumindest am Ende, wo sie dann reinkommen und wirklich ihn mit Dollarnoten ersticken. Ja. Obwohl der Engel doch noch sagt, investiere in Wirecard. Das fand ich ein schöner Satz, wo er dann sagt, so jetzt komm, mach dir doch nicht so einen Stress, nur wegen dem scheiß Geld. Ich meine, wer sagt's noch? Und dann am Schluss kriegt er das ganze Geld irgendwie auf den Tisch gelegt und dann ist wieder alles gut. Er ist jetzt der reichste Mann. Also es ist schon irgendwie so keine Ja, aber Ahnung. Er ist der doch nicht, also ihr habt das ja völlig missverstanden. Er ist doch nicht der reichste Mann. Das ist genau das Gegenteil. Er kommt, also es kommt doch die Gemeinschaft zusammen, was ja total der sozialistische Gedanke ist. Die Gemeinschaft kommt zusammen und wirft alles zusammen, um ihn aus dieser Misere zu holen. Und die sagen doch, also ich meine, dein Bruder sagt, du bist der reichste Mann, aber doch nicht wegen dem Geld, sondern weil du so viele Freunde hast. Ach stimmt, da kommt das Zitat am Schluss, gell? Ah, ja, stimmt. Ja. Okay, dann ist er halt sehr christlich. Ist doch egal. Christlich, kapitalistisch, alles katholisch. Hey, was ganz anderes, was mir vorhin erst auch gefallen ist, dass das Thema des Suizids in beiden Filmen vorkommt, die wir heute besprechen. Obwohl wir eigentlich über Weihnachtsfilme sprechen wollten. Suizid jetzt an Weihnachten. Jetzt hätte ich gern mal so diese Weihnachtsliste vor mir. In welchen anderen Filmen, Suizid müsste doch eigentlich in jedem Weihnachtsfilm vorkommen. Mindestens eine Figur muss doch da zumindest kurz dran denken. Es gibt doch diesen einen Weihnachtsfilm, wo zwei suizidal gefährdete Einbrecher sich versuchen lassen, von einem Kleinkind umzubringen. Ah ja, stimmt, ja. Das ist doch der Sohn von Tim Robbins. Oder im einen Weihnachtsfilm, wo sich diese alte Frau mit dem Treppenlift aus dem Fenster rausschießt. Mhm. Gremlins. Was ist das? Nackte Kanone oder was? Nee, Gremlins. Also, weil die Gremlins macht sind. Macht sie nicht freiwillig. Ja, die Gremlins sind nur Einbildung, weißt schon. Das sind die Weihnachtsgedanken. Nee. Die wollen nur spielen. Die haben sowieso überhaupt nichts falsch gemacht. Kommt sowas bei der Aschenbrödel eigentlich auch vor, dass die sagt: Oh, ich habe den Prinzen nicht gefunden, ich muss mich jetzt vor eine Kutsche werfen. Oder sowas? Nee, die macht nur einen auf Transgender, glaube ich. Mhm. Ja. 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 Cross-Dressing. Cross-Dressing, genau. Siehst du, dann kommt Suizid gar nicht so oft vor in so Weihnachtsfilmen. Weil bei Tatsächlich Liebe, glaube ich, bringt sich keiner um. Nee. Aber es gibt schon auch traurige. Obwohl, Story. Ja, also ganz schlimm finde ich da die Schwester mit dem behinderten Bruder. Ja. Oh. Emma Thompson. Oh. Oh. In dieser lieblosen Ehe. Oh. Ha. Das haben wir gemacht. Ja, das ist, also Emma Thompson ist tatsächlich die einzige, der einzige Strang, den ich bei dem Film, da würde ich gerne so ein Sequel sehen. Emma Thompson und ihr blöder und ihr neues Leben. Liam Neeson. Ja. Alan Rickman. Nee, Alan Rickman. Der ist ja tot. Da gibt es jetzt nichts mehr. Deswegen ist der tot. Also ja. Bitte. Emma Thompson hat Alan Rickman getötet. Das war gar nicht der Harry Potter. Oh, Harry Potter. Ich habe wirklich die Hälfte des Films verstanden, dass dieser Bösewicht Harry Potter heißt, aber heißt Henry Potter. Ja. Siehst du mal. Potter. Ich dachte wirklich, die Frau Rowling hätte sich vielleicht da die Inspiration geholt für den Namen. Ja, die hat ja überall geklaut. Also bei dem habe ich echt nur auf den Rollstuhl geachtet. Ich habe mir echt gedacht, hatten die damals einen Bediensteten, der praktisch mehr oder weniger, das sind ja, glaube ich, aus so Königshäusern umgebaute Throns, die einfach nur Reifen drunter bekommen haben. So eine riesen Lehne und so ganz schwer Massivholz. Die waren bestimmt einfach zu schieben, ja. Die haben gut beschleunigt den Berg runter. Das war ja das Wichtigste. Jetzt stelle ich mir vor, wie John Schnee mit 88 auf dem eisernen Thron umgebaut als Rollstuhl sitzt. Das wäre eine bessere Staffel gewesen. Aber Jon Snow ist doch gar nicht auf dem eisernen Thron. Wer ist es nun? Bran. Der sitzt doch im Rollstuhl. Ja, ja. Bran, das klingt einfach so von du darfst. Margarine gemischt mit Butter. Du darfst. Der neue Bran. Bran, macht leicht Appetit. Bran.
Bran macht das Frühstück wieder gut. Ja. Ja, hey, der Film ist erstaunlich schnell erzählt dafür, dass er so lange dauert. Warte, Bran, das ist ja eine super Mischung aus Butter und Tran. Ja, komm, wir müssen dann noch ein paar tolle, da gibt es doch sehr ein paar tolle Stellen. Zum Beispiel, wen ich sehr lustig fand in diesem Film, weil er halt echt aussah, als wäre er von den Marx Brothers irgendwie raus. Das ist so dieser Typ, der da immer diese Finanzmaschine bedient in der Bank. Der mit dem Raben auf der Schulter? Ich weiß nicht, ob der einen Raben auf der Schulter hat. Der hat aber so eine ganz komische Frisur auch. Der tanzt da auch, wo sie am Ende nur noch 2 Euro übrig hatten. Da macht er die Polonaise mit. Ah, das ist nicht der Onkel, ne? Das ist irgend so ein Angestellter in der Bank. Nee, das ist des Onkels Schatten. Der hat auch, glaube ich, keine Sprechrolle. Der sieht nur unglaublich schlecht geschminkt aus. Als hätten sie, keine Ahnung, einem Thermomix eine Perücke aufgesetzt und mitspielen lassen. Kennen Sie diesen Thermomix? Ich glaube, jetzt hat sich wieder der Bundesnachrichtendienst hier eingeschaltet. Was, du hast den Bundesnachrichtendienst eingeschaltet? Ja, wir hatten so eine Störung. Ist der jetzt mit hier bei uns im Skype-Chat? In der Leitung. Hallo, Herr Maas. Ja. Maaßen, der hieß Maaßen, oder? Nee, Maas, Heiko Maas, oder? Achso, stimmt. Aber der ist doch auch Minister. Aber wer ist denn innen? Wer ist denn Innenminister? Mnet. Das haben wir doch das letzte Mal noch versucht, nachdem unsere Aufnahme nicht geklappt hat, dass wir noch den Bundesnachrichtendienst verständigen, dass die unser aufgezeichnetes Gespräch halt mal veröffentlichen sollen als Podcast. Wir hatten die Taliban inkludiert. Sollen wir das sicherheitshalber jetzt nochmal machen? Lassen wir das. Arlen, wie sieht's aus mit deiner schmutzigen Bombe? Wie weit bist du gekommen? Fast fertig. Super. Das wird ein schönes Weihnachtsfest. Ich bin bereit, sie an der vereinbarten Location hochgehen zu lassen. Spread it, Corona. Spread it. Kommen wir doch wieder sobald zu dieser Weihnachtsfolge. Sobald wir mit dem Impfstoff Film genug Leute gechippt haben. Gibt es eigentlich einen Impfstoff-Weihnachtsfilm? Ich freue mich übrigens schon auf die Weihnachtsfilme nach Corona, die dann irgendwie heißen Home Alone, diesmal wirklich. Und dann sitzt da so ein alter Kerl mit so einer Maske vorm Kamin und versucht sich anzuzünden, aber das letzte Streichholz geht nicht mehr und dann muss er weinen, dann kommt ein Friedensengel ohne Flügel, das ist dann Dwayne The Rock Johnson. Der verprügelt ihn. Das Drehbuch du, ist doch schon, fast, schönes ist Leben. Schon fast da. Schau her. Arbeitest du nicht bei einer Filmproduktionsfirma, hast du gesagt? Was? Du arbeitest doch bei einer Produktionsfirma. Ja. Du kannst es möglich machen. Drehbuch steht doch schon. Treatment ist schon geschrieben. Nee, aber Werbefilme. Okay. Keine Feature-Films. Ich mache sowas wie zum Beispiel... Du darfst. Bran. Ja, genau. Bran. Ich könnte jetzt Bran promoten. Das Beste aus Butter und Lebertran. Bran. Ja. Mach sowas. Das kommt dann auf YouTube, so als 30-Sekunden-Film. Call to Action, die ersten 3 Sekunden, ne? Dann Bran vorstellen, mit einer lustigen Idee, schmiert sich jemand mit Bran ein und kommt deswegen durch eine ganz enge Ritze durch. Bran und dann ist Brotaufstrich und Bräunungskrebs. Was? Bran ist sowohl als Brotaufstrich als auch als Bräunungscreme einzusetzen. Und Andi hat schon aufgegeben. Jetzt hängt alles. Der BND hat zugegriffen. Ich glaube auch. Oh Gott, diese Besprechung läuft voll aus dem Ruder. Ich habe auch nur noch, ihr seht es ja auf dem Video, ich habe irgendwie noch die Hände vorm Gesicht. Aber ich habe mich ein bisschen gefreut, dass jetzt der BND eingeschritten ist. Ja, ja. Okay, haben wir uns jetzt mal alle wieder beruhigt? Können wir nochmal. Also, wir hatten den Film zu besprechen jetzt noch. Der hatte nichts mit Margarine zu tun. Und das ist der Fehler. Du übernimm mal bitte. Ich überlege gerade, wie man Margarine in das Ist das Leben nicht schön hätte unterbringen können.
Na gut, wenn, wenn zum Beispiel, es gibt ja, zum Beispiel, nee, pass auf, ganz einfach, ja. George, wenn du dich umbringst, dann könntest du deinen Morgen nicht mit einem leckeren Brötchen mit der leckeren Du darfst Margarine beginnen. Und dann hätte George gesagt so, fuck, du hast recht, also jetzt bringe ich mich nicht mehr um. Danke, lieber Engel. Ende. Ich sollte in die Werbung gehen. Ja. Bei 1,28 in etwa. Ich hätte Werbetexter bleiben sollen. Wir müssen echt eine Firma miteinander aufmachen, sehe ich schon. Ja, ich sehe einen sehr frühen Konkurs. Ach ja, was haben wir denn zu dem Film noch zu sagen? Ich fand ihn schön, egal was ihr sagt. Andrea fand ihn schön. Ich war sehr gerührt, teilweise. Das ist was ich gern verstehen würde. Hm. Ja, ja, ja. Weil ich ganz einfach ein Herz aus Stein habe. Hm. Geburtsfehler. Ich will auch ehrlich sein, ich glaube, ich bin für solche Art von Film zu zynisch. Ja, ich fand es auch ganz komisch, wie dann noch diese christliche Konversation immer reinkam, so von wegen, ja, sollen wir für meinen Vater beten? Und so, ja, geht jetzt alle mal beten und so, Dings und so. Und es kam dann auch so aus dem Nichts da so reingepresst irgendwie. Ja, aber weil, das braucht es doch, sonst hätte doch Gott und die Engel nie davon gehört, oder? Hä? Ja. What? Man muss doch, ohne das Beten hätte doch der liebe Gott und die Engel nicht von dem Problem erfahren. Ja, genau. Das wäre halt echt gut gewesen. Jetzt stell dir mal vor, die hätten da so einen geilen Engel runtergeschickt. So gleich zu Beginn. So einen, der was kann. Ja, hallo, ich bin der Engel Cooly McCool. Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja ein Trottel. Der Engel, der sich seine Flügel zurück... Aber der steht halt gleich da. Und ist keine Ahnung, was er da macht. Aber er ist eher so ein Stalker. Der, vielleicht hätten sie diese ganzen Rückblenden irgendwie anders reinbauen müssen. Vielleicht so während dem Film. Ich fand das hat mich auch ein bisschen genervt, diese Rahmenhandlung mit diesen sprechenden Galaxien am Anfang und so. Das wird am Anfang 2-3 Mal gemacht und so und dann passiert es den ganzen Film nicht mehr und dann passiert es dann doch wieder. Irgendwie fand ich so die Erzählstruktur von dem Film halt auch so ein bisschen nicht so richtig stringent, sage ich es mal. Also irgendwie... Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. So wie bei, wie heißt dieser Film? Inception. Nein. Wie heißt der? Lebe, Liebe, Ungewöhnlich. Keine Ahnung. Da gibt's ja auch diese Engel, die auf die Erde kommen und Cameron Diaz und Hugh McGregor zusammenbringen und so. Da war das echt besser zusammengestrickt. Ich meine, der Film kam auch 40 Jahre später raus oder so. Ist ja egal. Deswegen, ich kann den Film jetzt nicht so böse sein, weil wie wir vorher schon gesagt haben, der hat das halt als erstes gemacht und auch diese komische, ich zeig dir jetzt mal, wie es läuft, wenn du nicht geboren wärst und so, was man schon oft gesehen hat, jetzt als erstes gemacht. Aber trotzdem finde ich diese... Die Idee ist ja eigentlich schon fast modern, weil das ist ja wie beim Butterfly-Effekt. Genau, ich finde die auch cool. Irgendwie sowas, aber die ist halt so diese Überhandlung, die wird halt während dem Film am Anfang immer weniger, dann ist sie ganz weg und am Schluss kommt sie wieder rein. Weiß ich auch nicht. Ich habe dann irgendwann ganz vergessen, worum es eigentlich überhaupt geht und dass diese komischen Galaxien noch miteinander sprechen und irgendwelche Engel vielleicht, und so. Vielleicht sind diese sprechenden Galaxien so Vorläufer von Star Wars. Du bist doof. Nein, du bist doof. Dann kommt so eine blöde gelbe Schrift von unten rein und spaltet genau. Die Galaxien so. Ja. Wird schon wieder von Fonts angegriffen. Ja, hey, in der Ära der Remakes... Von wann ist der Film? Nee. 46, ja. Was haben wir? 46, 47, genau. Aber ich finde, in der Ära der Remakes, es wundert mich, dass das da noch nie, also noch keine moderne Stimmt. Version gibt. Stimmt. Weil der wäre prädestiniert dafür. Es gibt eine Fortsetzung. Ja. Das ist eine Fortsetzung. Ja. PF. Die ist aber, Gott, die ist aus dem 90ern, glaube ich. Okay. Erzähl uns mehr. Würde ich gerne, aber ich finde es bei Wikipedia gerade nicht. Ja, ist auch egal. Ja. Naja, kann passieren. Fortsetzungen. Nee, aber es stimmt, das wäre so ein typischer Remake-Film. Da könnte ich mir auch gut vorstellen. Vanessa Hutchins und Zac Efron, die irgendwie und dann The Rock als der böse Harry Potter, gespielt von Daniel Radcliffe in Dick oder Gary Oldman, der braucht ja immer wieder mal so einen Film. Ja. Würde ich mir nicht angucken. Dann geht's halt nicht um Dollars am Ende, sondern um Bitcoin.
Wobei, du müsstest den eigentlich dann schon in dieser Ära spielen lassen. Weil, ganz ehrlich, wie willst du darstellen in dem Remake in der modernen Zeit, dass er Geld verliert? Ist er dann Investmentbanker? Mhm. Verzockt die Kohle? Ich habe mein ganzes Geld auf Goldman Sachs gesetzt. Ja, irgendwie so. In Wirecard-Aktien. Dann wird es vielleicht eine ganze. Vielleicht wäre der sogar in der modernen Version ganz cool. Vielleicht ist es so der Anti-Wolf of Wall Street. Ja, vielleicht. Nee, das Ding ist, eigentlich müsste man ihn in einer. Das wäre doch ein Twist. Da würde ich fast sogar sagen, Shyamalan muss ran. Dass er den ganzen Film hindurch, bis dieser Engel kommt. In meiner Version kommt er schon in der ersten Minute. Lassen wir ihn vielleicht bei der modernen Fassung dann doch erst wieder in Minute 45 kommen. Aber bis dahin machen wir aus diesem John C. Reilly, na wie heißt er? George Reilly? Bailey. George Bailey. Bailey, genau. Vielleicht machen wir aus dem wirklich so einen knallharten Gentrifizierungsmanager in so einer Privatbank von den Saudis gesponsert, sowas. Ja, da bist du aber wieder bei dem Scrooge-Dings mit Bill Murray, dass halt jemand, der eher böse ist und so, dann halt durch diese komischen Geister oder die Engel, was auch immer, dann auf den richtigen Weg gelenkt wird. Und hier hast du ja so einen Typen, der von vornherein so der super Sympath ist, der super Wohltäter, ja, oder wir machen super Typ anders, und so. Dass er in den und ersten dann, 45 Minuten aussieht wie ein Wohltäter, weil er immer sagt, oh, ich mach doch Wohnungen, ich mach doch, die baue ich fast selbst mit meinen eigenen Händen, ich und meine Freunde aus Saudi-Arabien. Und dann passiert Folgendes, dann kommt der Engel runter und der sagt ihm, hey, das ist ein Riesenarschloch, den bringe ich jetzt um, und stößt ihn am Ende dann die Golden Gate Bridge runter und rettet damit das Weihnachtsfest für die ganze Gemeinde. Mhm. Dunkler. Okay, das kommt alles nicht so, mein Pitch kommt nicht gut an. Das fand ich halt so komisch bei diesem Typen auch, weil irgendwie war der mir halt auch, der wird so als Superheld wie jetzt eben Big Fish oder so, der macht alles super und dann rettet er seinen Bruder, dann rettet er diese komische Frau, weil der alte Mann da Gift reingestreut hat und so, was ja dann der Payoff am Schluss, wo das alles dann halt nichtig gemacht wird, weil er nie gelebt hat und so, das fand ich ja ganz nett alles, aber trotzdem, der wird die ganze Zeit als Superheld mehr oder weniger inszeniert, wo die Mädels jetzt schon auch so ein bisschen vorher, glaube ich, mal gesagt haben, nee, das ist nicht so, aber es ist, ich hatte das Gefühl, dass er so super ist. Dann fand ich es aber witzig, dass er dann teilweise so komisch freaky ist. Also wie er gesagt, diese Mary dann da irgendwie so überfällt und sie dann so zwingt zu heiraten, mehr oder weniger. Und dann auch so eine geile Szene, wo sie dann im Taxi sitzen, nach der Hochzeit losfahren und dann der Taxifahrer, den er kennt, der so arm ist, dem er noch irgendwie vorher irgendwie wohltätigkeitsmäßig so eine Wohnung verschafft hat und dann mit dem Geldbündel da rumwedelt und sagt so, ey, wir fahren jetzt auf die Bahamas und trinken den besten Champagner und wohnen in den geilsten Hotels und so. Und dann dachte ich mir so, ey, was ist denn jetzt los? Also irgendwie Geld ist schon wichtig. Eben, das fand ich so ein bisschen komisch. Also irgendwie, wie ihr auch schon gesagt habt, dass man das am Schluss natürlich so sagen kann, ja, du bist der reichste Mensch, nicht an Geld, sondern an Freunden, was ja am Schluss nochmal dasteht. Du bist nie arm, wenn du Freunde hast, bla bla bla. Aber trotzdem passiert das halt nach der Szene, wo sie ihm irgendwie $20,000 auf den Tisch legen und so. Also irgendwie fand ich das so ein bisschen... Das hört keiner, Andi, wenn du da Unendlichkeitszeichen in die Luft machst. Implosion. Müssen wir jetzt eine Audiodeskription für den Podcast anfertigen, oder? Ja, klar. Es ist Impressionstanz. Waldorfschule. Ja, aber ich bin echt mal auf eure Wertung gespannt. Ja. Mich würde noch interessieren, wann ihr denn jedes Mal trinken würdet. Wenn das Glöckchen klingelt. Das klingelt doch nur einmal. Weil anscheinend klingelt es vorher schon ganz oft. Ach, ist so. Mir nicht aufgefallen. Ah. Ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Aber anscheinend klingelt ganz oft irgendwo eine Kasse schon vorher und so. Ja, bei jeder guten Tat auf jeden Fall, weil der Film ist lang. Ja, aber dann bist du ja alkoholtot nach 20 Minuten. Ja, und? Ich würde trinken, wenn der Engel kommt. Aber gescheit. Das ist dann ein Trinkspiel für die anonymen Alkoholiker. Immer wenn dieser Freund, der doch dann Plastik macht, dieser Sam, der doch, und der sagt doch immer irgendwie, jiha. Ach so, ja, IA. Oh Gott, ja, das hat mich auch aufgeregt. War das nicht der Bruder? Nee. War das der Freund? Nee. Okay. Der Bruder ist im Krieg. Vergiss den Bruder. Der schießt Japaner ab. Ja, diese komische Zweite Weltkriegsmontage fand ich auch irgendwie komisch, ehrlich gesagt. Das war aus der Wochenshow.
Aus der Wochenschau. Also aus der amerikanischen Wochenschau. Ich wollte eben sagen, ich habe Anke Engelke nicht gesehen. Oh Mann. Und ich weiß, wie Anke Engelke aussieht. Von hinten zumindest. Oh Gott, oh Gott, okay. Das ist falsch. Ui. Proteinriegel. Okay, das lässt jetzt immer falsche Schlüsse zu. Ich möchte, dass es rausgeschnitten wird. Das kannst du sowas von vergessen. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Machen wir ein Fazit. Ja, also... Oder nicht. Ich persönlich habe ihn jetzt mal gesehen. Aber ich, was für ein tolles Fazit. Auch das kommt von hinten drauf. Arlen, ich persönlich habe ihn jetzt gesehen. Ich habe es auch Andrea schon gesagt. Ich finde, ich dachte, man muss ihn gesehen haben, aber so ist es gar nicht. Also, wenn man die Zusammenfassung kennt, finde ich, dann weiß man, worum es geht. Wäre der eigentlich bei eurem Fans? Weil er ist einfach so furchtbar lang. Ich würde mir wirklich gesagt, ich würde mir einen kürzeren Schnitt oder eine modernere Fassung wünschen des Materials. Ja, komm, machen wir doch eine moderne Fassung. Im Babelsberg oder sowas. Mhm, ja. Da macht man sowas wie, ich höre mich doppelt klatschen. Ja, aber machen wir so eine rein deutsche Fassung, weil auf die stehe ich ja total. Elias Mbarek kommt vor, mehr muss sein, weil es deutsch. Als Punk in so einem besetzten Haus. Hier, Matthias Schweighöfer oder Florian David Fitzen, als selbstverständlich. Haus? Nein, ich hab was. Ich habe die Idee. Ich habe die Idee. Die Hauptrolle spielt unser Lieblingskomiker Mario Barth. Oh. Ja. Und der Engel kommt auf die Erde, weil er Mario klar macht: Mario, du kannst Comedy machen. Du musst nur immer deine Freunde mit einbeziehen. Und das ist dann der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Produziert von Til Schweiger. Ja. Ja, was ist denn eure Wertung? Würde ich gleich mal sagen, 8 Millionen Fördergeld. Gebe ich sofort. Und wir bekommen noch nicht mal ein Sponsoring, weil du darfst. Das ist Unverschämtheit. Das ist echt Unverschämtheit. Ich habe schon 20.000 Tonnen Braten vorbestellt. Nee, aber eigentlich müssen wir was mit Luke Mockridge machen, weil der geht ja jetzt auch total ab in seiner neuen Weihnachtsserie. Und das ist wirklich das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Da dürfen wir bitte nach dem Cast ein bisschen reden drüber. Ja. Off-Camera bitte. Ja, off-Camera, wir sind off-Camera, wir nehmen ja nur den Ton auf. Ja, Audio-Camera. Komm, lass uns fazitieren, weil sonst. Ja, ich mach's schnell. Ich gebe wirklich nur 2 von 5. Ich fand ihn anstrengend. Ich sehe es wie Arlen. Ich kann jetzt das Häkchen machen. Ich habe ihn gesehen. Aber es wird mich in nächster Zeit nichts mehr zu diesem Film hinziehen. Ja, da schließe ich mich an. Also, wie gesagt, ich kann ihm jetzt nicht weniger geben, weil ich habe letztens, glaube ich, Killer Sofa schon 1,5 gegeben. Der war kürzer. Aber wie gesagt, es war der erste, den ich jetzt bisher gesehen habe mit dieser, ich fand die letzte halbe Stunde fand ich gut, davor fand ich das nicht nur langweilig, sondern auch unangenehm teilweise. Also wie gesagt, ich mag diesen Schauspieler so gerne und ich fand es wirklich alles komisch. Irgendwie, da waren so unangenehme Szenen drin, ich habe es nicht gecheckt. Was jetzt in Killershofer? Nee. Ja, nö, bei dem Film hier gerade. Also wie gesagt, der Dings, wie heißt nochmal, Jack Stewart, James Stewart. James Stewart, genau. Den mag ich ja so gerne, aber trotzdem ist der am Anfang am Anfang durch diesen Film gewandert und hat Leute bedrängt oder komisch belästigt. Ich dachte so, Gott, soll das jetzt die Sympathiefigur sein? Wieso macht er die ganze Zeit so komisch unangenehme Sachen? Vielleicht müssen doch Mickey Rourke und Dwayne The Rock Johnson in der Neuverfilmung mitspielen. Ja. Der eine ist breit wie ein Schrank, der andere hat kein Gesicht mehr. Also das ist so. Ja, aber der Mickey Rourke als Engel, stell dir das mal vor, der Dwayne The Rock Johnson bekehrt. Ja. Das war wirklich, also was mich wirklich am meisten aufregt, und ich weiß halt nicht, ob es an der deutschen Synchro liegt, dass es am Anfang halt wirklich so ein Expositions-Overkill war. Also wirklich, da wird so schnell und so viel durcheinander gesprochen und das sind alles nur Sachen, die halt eigentlich
das war, mir hat es anfangs echt keinen Spaß gemacht. Da bin ich dreimal eingeschlafen und irgendwie am Schluss diese Auflösung, dachte ich auch, habe ich schon gesehen, aber ich habe das dann auch schon ein bisschen gewertschätzt, dass es wahrscheinlich der Erste war, der es gemacht hat. Und dann, wo dann so Sachen wieder aufkommen, dass der Bruder gestorben wäre, dass der eine Typ die Frau vergiftet hätte. Ich mag das, wenn das dann nochmal hochkommt und so. Ich fand es schon ganz gut gemacht eigentlich. Wenn jemand vergiftet und es kommt danach hoch, dann ist es gut. Genau, genau. Das fand ich einen schönen, wie gesagt, das war eigentlich relativ modern. Für diese Zeit war das halt eigentlich so ein Zurück in die Zukunft-Kniff so ein bisschen. Das fand ich schon gar nicht so schlecht. Außerdem mochte ich, wie dann der Herr Stuart, heißt er? Stuart Little, genau. Am Schluss nochmal. Stuart Little. Genau, wo er am Schluss, also wenn der den Irren spielt. Ich meine, in Vertigo ist er auch so ein bisschen neben der Spur die ganze Zeit und auch geheime Fenster und so. Auch nicht so der kompetenteste, coole Typ eigentlich, sondern immer ein bisschen verwirrt. Im Geheimfenster spielt der Johnny Depp ziemlich gut. Ja. Ach Gott. Das Fenster zum Hof. Aber der hat mir gegen Ende schon Spaß gemacht. Am Anfang dachte ich, oh nein, Armer, was machst du da? Aber trotzdem, wie gesagt, ich gebe auch nur 2 leider. Ich mach's kurz, ich gebe danke auch nur 2. Und ich würde sogar tendieren dazu, ihm 1,5 zu geben, denn ich habe mir schon zum zweiten Mal gesehen in meinem Leben. Und das reicht echt. Zweite Sichtung. Dicke. Für Grinch like me. Ja, damit hat der Telehorst den besten Film ausgesucht. Abgestimmt wurde von Telehorst. So läuft es. Das wusste ich ja gar nicht. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, der Verlierer muss zahlen. Ja. Das ist ja fassungslos. Ja. Das ist eine Competition. Andrea Arlent, ihr schuldet uns 20 Liter Bran. Bran. Aber Schokobran. Den habe ich auch gerade bestellt. Der Gute mit den Stückchen aber. Ja, aus dem Sofa. Ja gut, Wettschulden sind Ehrenschulden. Du, das ist gar kein Problem, das können wir über die Feiertage produzieren. Bran, Schokobran. Ja. Ich stelle mir da persönlich, stelle ich mir so ein bisschen vor, so, kennst du das Fett, was beim Fondue übrig bleibt? Und dann noch ein bisschen Kakao rein. Ich stelle mir das vor wie so ein Leberkäsebrät mit Schokolade. Wie so ein Pizza-Leberkäse. Ja, Ach Gott. Kurzer Shoutout an Du Darfst. Wenn ich in Zukunft ein ähnliches Produkt finde, dann weiß ich, ihr hört uns zu. Oh Mann. Ich finde, wir hätten auch genau die Zielgruppe für Du Darfst. Wir sind verantwortungsvoll, lebensbewusst. Ja. Und jetzt stelle ich mir wirklich vor, wie in so einer Du Darfst-Werbung so ein Du Darfst-Model da rumstolziert und in der einen Hand so eine Stulle mit diesem Fondue-Fett-Kakao-Mix und Bran. Bran. Sag mal, Astrid, was isst du denn da? Ja, Jutta, das ist Bran. Es ist nicht vegan. Und seit ich Bran auf meine Tür schmiere, quietschen sie auch nicht mehr. Auch gut als Frostschutzmittel. Bran, ja, mach Jungs. Gleich Appetit. Mhm. Mhm. Ja, oder als Selbstbräune. Als alles. Das sag ich ja. Schokolade. Ja, sag ich ja. Ja. So. Ja, Jungs, es war uns ein Weihnachtsfest, würde ich sagen. Ja. Ja. Wie geht's jetzt bei euch weiter? Noch ein paar Türchen? Mhm. Ja. Ja. Jawohl. Ja. Und dann irgendwann mal wiederholen wir diesen Spaß hier. Jawohl. Zu Ostern mit unseren liebsten Häschenfilmen. Kein Pardon, ich nehme kein Pardon. Nee, wir nehmen ja auch immer gerne Vorschläge entgegen. Ja, wie gesagt, wir schalten euch mal für unsere Liste frei. Du wirst sehen, da gibt es Dinge, von denen du gar nicht glaubst, dass es dazu Filme gibt. Ja, kann ich gerne machen. Aber mittlerweile ist die Liste so lang, dass es mir fast ein bisschen peinlich ist, weil es so aussieht, als würde nichts anderes beschäftigen, als komische Filmthemen zu finden. Ja, es ist Corona. Ja, okay, das stimmt. Mhm. Ja, aber es war echt wunderbar. Wunderbar. Jetzt stellen wir sich mal vor, wir hätten jetzt schon die zweite Folge. Ja. Dann wäre das ja fast schon ein Format. Jetzt müssen wir halt warten. Ja, cool, dass ihr diesmal die Skype-Spur mitgeschnitten habt. Das ist hilft. Ist es jetzt hier schon nicht mehr on the air? Nein, Andi, wir sind noch on air. Doch, es ist schon noch on the air. Ah, wenn wir noch on air sind, dann können wir noch einmal schamlos unseren Podcast promoten. Mhm. Ja, bitte, bitte, bitte. Hören Sie rein bei Boos Boops and Blockbusters. Genau. Aktuell täglich und ab 2021 wieder im 14 Wochen. 14 Wochen?
14-Tage-Takt. 14 Wochen. 14 Wochen ist schon sehr faul. Also das muss ich mal sagen, 14 Wochen. Dafür dann aber heute ein 14 Wochen Podcast. Ey, was ich gerne noch hätte für die nächste Folge, aber das schneide ich auch raus, ihr kennt doch bestimmt, ah nee, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, weil die Intros vom Telehorst, die variieren ja immer ein bisschen. Vielleicht könnt ihr noch, wenn ihr Lust habt, das, was der Max immer so schön singt auf diese Klasse-Melodie, dass ihr das mal einsingt und das schneide ich dann einfach aufs Intro. Du musst es mal vorsingen. Andrea hat eine sehr schöne Singstimme. Ja, ja, genau. Ach, Andrea singt das immer, dieses wunderschöne Oeuvre. Ja, ja. Wunderbar. Ganz toll. Ja. Den Text kann der Max gerne transkribieren. Ich glaube, es geht so, herzlich willkommen zum Telehorst, Horst, 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 Horst. Ach ja. Ja, wir haben uns den Telehorst-Intro-Text von Barry Manilow schreiben lassen. Scheiße, er hat uns 69.000 Euro gekostet. Ich hoffe eigentlich mit unserer letzten Folge, dass wir irgendwie von Xavier Naidoo oder von dem Wendler oder so verklagt werden, dass wir endlich mal ein bisschen in die Schlagzeilen kommen. Ja, wir hoffen, dass Coca-Cola uns verklagt. Wieso? Ja, weil wir haben den Jingle gesungen. Ach so. Mhm. Habt ihr den Wendler öffentlich angegriffen? Das ist nur gut. Nee, wir haben ihn nur in so ein Intro reingeschnitten. Ah. Oh. Also ich finde den Wendler super. Ich finde, der macht geile Musik, ja, hat immer die besten Frauen an seiner Seite. Super. Verdammt, okay. Ich lieb dich. Ich lieb dich das nicht. Das ist Matthias Reim. Das war Matthias Reim. Okay. Ja. Ende hier. Also, man findet euch beide auf Spotify. Findet man euch eigentlich auf YouTube auch? Oder sind wir wirklich der einzige Podcast, der, der denkt, die einzigen Blinden auf YouTube? Macht ihr auch Videos auf YouTube? Das ist ja das Neue. Nee, das Neue nicht. Aber Wir haben tatsächlich einen YouTube-Kanal. Cool. Da haben wir dann cool. Standbild. Unser erfolgreichster Podcast hat über 400 Aufrufe bei YouTube. Ja. Wow. Es läuft auch nicht ganz so gut, aber egal. Schreib's auf. Aber jetzt hier ganz kurz und schmerzlos. Jetzt konzentrieren wir uns alle nochmal 10 Sekunden. Vielen Dank für eure Anwesenheit. Vielen Dank für unsere Anwesenheit. Und dann würde ich sagen, bis zum hoffentlich nächsten Crossover mit sehr gerne. Bubs bis zum nächsten Blockbuster Mal. Oder vielleicht einem anderen Podcast oder mit zwei anderen. Egal, wir waren's, der Telehorst und ihr seid Bubs, Bubs und Blockbusters. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Oha. Ich sag Merry Christmas, Happy Hanukkah und schönes Kwanzaa. Tschüss. Ja, ich sag auch tschüss. Ihr braucht auch ein Sign-off. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!